Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. An einem Mischpulten sitzt er. Hallo. Und ich bin der René. Heute leider mal wieder ohne den Matthias. Ich glaube, der macht Sommerurlaub, oder? Wie war das? Mhm. Der lässt sich irgendwie die Sonne auf den Pelz brennen. Arbeitet mal nicht. In, wo fliegt man in der Türkei, in Ägypten immer hin? Wie heißt das da am Roten Meer? Hab's vergessen. Wie heißt denn das? Wo fliegt man denn immer? Nicht? Ja, weiß nicht, war ich nicht. Ich war noch nie in Ägypten. Matthias wahrscheinlich auch noch nicht. Rotes Meer. Aber glaubt ihr, der arbeitet da nicht? Ich weiß es nicht. Arbeitet bestimmt doch auch. Naja, auf jeden Fall, heute wollen wir ein bisschen über die Exit-Spiele reden oder Escape Room Games oder wie auch man immer sie jetzt gruppieren möchte. Oh, Prost, ne? Genau, also wir haben heute auch ein Trinkspiel. Der Arne trinkt jetzt, was war es? Bullen-Wodka? Grasowska, Bison-Gras-Wodka. Wodka auf ja, Poland. Jedes Mal, wenn hier ein das Wort Exit oder Escape Room Prost. Fällt. Muss Arne eintrinken, es wird eine lustige Sendung. So, aber bevor Arne gleich nur noch das Lallen anfängt, haben wir uns natürlich diesmal tatkräftige Unterstützung gesucht. Und wenn wir schon über Exit oder Escape Room Spiele, Prost, reden wollen, Prost. brauchen wir Unterstützung. Und da hatten wir damals vor zwei Zillionen was? Jahren. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich habe geguckt, wann. Also ich habe die, wir reden da gleich nochmal drüber. Sonja und ich haben noch was vorbereitet. Ja, vor zwei Zillionen Jahren schon mal mit jemandem drüber gesprochen. Und das ist niemand anders als der Stefan, aka Krimi Master. Hallo Stefan. Ja, hallo ihr drei. Danke für die Einladung. Freue mich wieder mit euch zu sprechen. Aber und das erste Mal für mich auch live. Eigentlich ist er ja Konkurrenz, ne? Eigentlich ist er Konkurrenz, wenn ihr das so seht. Aber da sind wir ja einsam und allein, ja, Arne. Ja, also jetzt wird ja wieder sagen, das ist keine Konkurrenz. November 16 warst du in der Sendung. Also dazu, ich weiß nicht, ob du dazwischen auch noch mal da warst. Wahrscheinlich irgendwie Messeberichterstattung, gehe ich mal von aus. Aber vier Jahre? November 16, ja. Wahnsinn, okay. Mhm. Hätte jetzt nicht gedacht. Also es kommt mir zumindest vor wie zwei. Mit Gori. Ja, genau. Gibt das Gori weiß ich noch. Also. Ja, ja, klar. Und wir machen auch wieder Escape-Räume jetzt, wo wir wieder dürfen. Also langsam fängt das Ganze wieder an, dass man auch wieder Escape-Räume machen darf. Also ist schon wieder geplant. Ja, also wir haben auch schon den ersten Termin festgelegt. Für einen realen Escape-Räume. Prost, ne? Prost. Das wird nicht lange dauern und wir haben alle verloren. Ja, das denke ich auch. Muss in die Knöpfe drücken. Das geht nicht. Ja, Stefan ist ja quasi jetzt unser Experte neben der Sonja. Ich habe auch noch einen kleinen Teil beizusteuern und Arne. Ich trinke Bison-Gras-Wodka. Hast du wirklich gar keine gespielt, Arne, oder so ein bisschen? Ich habe jetzt noch gerade gar nicht groß in den Ablauf reingeguckt. Ich werde mich dann äußern. Genau, ja. Mhm. aber es ist lustig, also oh Gott, es fängt schon an bei mir. Wie viel hast du schon getrunken? Ja, das war, nein, das ist halt, ich hab mir halt die Sendung angehört. Ich glaube, Sonja hat die sich auch angehört. Erstmal technisch, da hatten wir noch die alten Mikros und die alte Aufnahmesoftware war schon ein bisschen wild. Und das war halt einen Monat ungefähr nach der Messe, einen knappen Monat nach der Messe in Essen. Und das war die jetzt, wir reden ja immer von der zweiten Welle und so. Das war jetzt so die erste Welle, als wir da gepodcastet haben. Und das war so die erste Welle der Escape Room Spiele, die da über die Spielerschaft schwappt, da hatte ich so das Gefühl. Oder Sonja? Ja, das würde ich auch so sagen. Um das mal so waren zeitlich die für die Spieler. Es war so, es klang schon wieder so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, die Folge. Weil diese Escape Room-Spiele sind ja total etabliert mittlerweile, habe ich das Gefühl. Jeder hat eins, jeder macht eins, jeder macht irgendwie was anderes. Da werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. Aber damals war das so, okay, es gibt irgendwie vier Anbieter und was sind die Unterschiede? So war das der grobe Tenor irgendwie in der Sendung.
In der Sendung selber haben wir darüber gesprochen, was wir glauben, was für ein Trend sich fortsetzen wird. Mhm. Das würde mich interessieren. Mhm. Was haben wir da gedacht oder prognostiziert? Ja, wir kommen gleich noch zum anderen Trend, aber ja, dass sich das auf jeden Fall fortsetzen wird. Matthias hat halt noch irgendwie von den Space Cowboys Exits gesprochen. Das ist ja dann die Unlock-Reihe geworden. Ist das von den Space Cowboys? Mhm, genau. Gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ja, ist schon richtig. Und dass da halt, ja, viele unterwegs sind. Und es ist ja dann auch eingetroffen. Also die Exits von, also, oh Gott, wie heißt es denn jetzt genau? Exit von Kosmos galt halt damals als so das Beste. Und Sonja, wollen wir die Diskussion gleich mal aufgreifen jetzt? Ja. Ich hab da mal was vorbereitet, denn wir haben halt über die Exits geredet. Und da gab es eine Diskussion und ich spiele da mal was ein. So, aber wir haben jetzt ja vorhin über die Kosmos-Spiele geredet und haben die als jetzt alle für herausragend bezeichnet. Ja. Oder als gut, sehr gut, spitze. Also wenn ich jetzt einen Artikel dazu schreiben würde, würde ich dem 2 Daumen geben. Okay. Würde die Jury Spiel des Jahres den Spielen auch 2 Daumen geben können? Ich hatte mit dem Tom Felber beim Pegasus-Event kurz drüber geredet, weil ich ihn dort getroffen hatte. Und der meinte so, also die ganze Reihe würde die Jury niemals ausdingsen, weil sie nicht wissen, was in dieser Reihe noch kommt, ob es dann auch genauso gut ist. Wenn, dann würden sie sich eins rauswühlen, dass sie besonders gut sind. Ja, vielleicht hätten sie das Staffeln nennen sollen, die Kosmos-Leute. Dass man ja, so ein, aber das wäre eine Möglichkeit. Die hängen ja aber auch nicht zusammen irgendwie, die thematisch. Genau, sie hängen nicht zusammen. Das wäre auch das Ding, vielleicht, weißt du, wenn der Jury einer von den 3 nicht gefällt, dann wäre dann die ganze Staffel weg. So, und welches ist das Beste? Da gehen die Meinungen auch alle durcheinander. Also in meinen Augen die Grabkammer. Ja, Grabkammer, ja. Ja. Ja, schon klar. Anna, hast du in der Kapelle gesessen? Ja, ich habe in der Kapelle gesessen. Super, ne? Danach habe ich mein Büro verkleinert. Aus 800 Quadratmetern sind 8 geworden. Ja, aber ich finde es eine interessante Einschätzung damals. Ja, aus heutiger Sicht. Ich hab noch eine interessante Einschätzung vorbereitet. Möchtet ihr die auch noch mal hören? Die ist nicht ganz so lang. Ja, gerne. Ja, aber ob diese Spiele halt jetzt, Anführungsstriche wieder, Achtung, wählbar sind, ist halt die Frage. Das ist tatsächlich eine Frage. Ich würde mir von der Jury wünschen, dass sie mindestens eins davon auf ihre Empfehlungsliste packen. Ja, und in welche Kategorie? Rot oder Grau? Rot oder Anthrazit? Rot. Ja. Mhm. René? Puh, Rot würde ich... So, jetzt können wir diskutieren. Müssen wir gar nicht diskutieren, steht doch alles fest jetzt. Ja, aber ich fand das halt so lustig, dass so diese Diskussion irgendwie, das war ja wie gesagt kurz nach der Messe so, ey, wir diskutieren schon über das Spiel des Jahres und wie macht es die Jury? Also ne, Stefan war da damals ja noch nicht beteiligt an dem ganzen Prozess. Nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Nein, aber war halt schon. Aber ich glaube, sie haben es damals auch genau richtig gemacht mit in dem. Mhm, aber heißt es denn jetzt noch, wird das noch als Staffel geführt jetzt mittlerweile oder ist das mittlerweile auch ausgelaufen bei Kosmos, sondern kommen die jetzt einfach nur noch so raus? Also es war ja so, ey, es war die erste Staffel, das war irgendwie die verlassene Hütte, das Labor und die Grabkammer, ne? Ja, mhm. Genau. Und dann kam ja dann die zweite Staffel, da haben sie mich dann schon verloren und jetzt haben die nur... Haben die das jemals als Staffel bezeichnet? Ich glaube kann nicht. Ich das gar nicht. Das weiß ich glaube nicht. Nicht. Nee. Ich glaube auch, das haben vielleicht Blogger oder Rezensenten gemacht, aber ich glaube, der Verlag selber hat das nie als Staffel bezeichnet. Mhm. Nee, die kamen ja immer nur so am Blog dann raus. Die wurden veröffentlicht in Päckchen. Mhm. Aber Staffeln gab es da in dem Sinne nicht. Aber ja, da haben sie ja irgendwann schon, also die ersten 3, dann kamen, glaube ich, nochmal 3 und dann kam ja, glaube ich, schon noch irgendwie mal 2, dann mal eines. Dann kam noch das Buch dazwischen,
Die drei Fragezeichen kamen dann ja auch noch irgendwie dazwischen. Also wisst ihr denn, wie viele Teile diese Exit-Reihe mittlerweile umfasst? Sind es 15? Bin mir nicht ganz sicher. Ich würde 15 schätzen. Die Frage war jetzt nicht abgesprochen, deswegen. Sonja hat die Sendung vorbereitet. Ja. Ja, die Frage habe ich nicht vorbereitet. Weiß ich nicht, ja, 15 könnte sein. Ich glaube, es waren 13, jetzt sind da zwei neu erschienen. Deswegen bin ich auf 15 jetzt gerade gekommen. Also die normalen Exits eben, also ohne die Puzzles, glaube ich, sind es 15. Aber genau, was sind die normalen Exits? Mhm. Aber jetzt, wir hatten ja letztes Mal schon so ein bisschen, kam das ja mal schon zur Sprache. Was haltet ihr denn davon? Oder wie haben sich für euch die Kosmos-Exits entwickelt? Oder hat eine Entwicklung stattgefunden? Und wenn ja, war die gut oder war die schlecht? Also es hat sich schon eine Entwicklung stattgefunden, weil sie natürlich andere Rätsel machen mussten und einfach ein bisschen mehr auch kreativ sein mussten. Ich glaube, dass die ersten noch die gängigsten waren. Aber im Vergleich, gerade jetzt zu Unlock, ist da natürlich weniger passiert. Also sie sind ja auch ganze Zeit ihrem Konzept treu geblieben mit dieser Scheibe, bei dem man eben die drei Zahlen einstellt und davon sind sie auch nicht abgerückt. Und ich würde mir eigentlich auch bei Exit mal wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr trauen würden und vielleicht mal in eine Richtung gehen, wo man eben nicht nur immer dreistellige Zahlencodes entwickeln muss, sondern halt vielleicht mal auch Wörter oder eine ganz andere Art von Lösung dann hat, mit der man das dann checkt. Also das wäre für mich was ich mir wünschen würde. Ich glaube, wir hatten, war das letzte Woche nach der Sendung, wo wir noch ein bisschen gequatscht haben, Sonja und René? Das kann sein. Genau, das meinte ich ja. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wo ich ja sagte, ich habe das Gefühl, dass sie auch ihr Potenzial langsam ausschöpfen. Wir haben es noch nicht ganz ausgeschöpft, denke ich, aber ich glaube, viel mehr kann auch gar nicht mehr groß kommen. Also die Rätsel, die möglich sind mit dem, was sie machen, weil früher war es ja, Achtung Spoiler, die große Überraschung, die Schachtel ist Teil des Spiels. So, Spoiler. Ja, Spoiler. Jetzt in dem letzten, was wir gespielt haben, den Friedhof, Ende der Finsternis, oder wie heißt aber, das? Da jetzt aber nicht spoilern. Also, nein, wenn man die Packung aufmacht, steht auf dem Inlay, also auf dem Tiefziehteil, steht drauf, bitte erst rausnehmen, wenn vom Spiel aufgefordert wird. Sprich, mittlerweile sind die Spiele öfter schon gespielt haben, einfach hingegangen und haben wahrscheinlich schon vorher die Schachtel einmal zerpflückt, um zu gucken, wo sind hier wieder Sachen drauf, die man irgendwie verwenden oder verwerten kann. Und wie Stefan ja schon sagte, das Konzept ist gleich geblieben, Dekodierscheibe, drei seltsame Teile, Karten und ein Heft. Und da glaube ich einfach, so langsam, denke ich, ist das Konzept aufgebraucht. Ja, aber genau. Mit dem Exit plus Puzzle sind sie jetzt schon wieder einen Schritt weitergegangen. Da haben sie ja zumindest, also sie haben immer noch die Dekodierscheibe, es geht immer noch um dreistellige Codes, aber da sind sie ja zumindest schon mal ein bisschen, haben sie ein bisschen was Neues reingebracht. Auch mit dem Puzzleanteil. Aber das sehe ich ja fast als eine komplett andere Reihe an, die jetzt so nicht in das Konzept reinpasst, weil wenn du nicht puzzeln möchtest, ne, also wir haben das jetzt auch gespielt und das musst du bei extrem guten Lichtverhältnissen machen. Wir hatten das Problem, wir haben es auf unserem Esstisch gemacht und die Lampe ist suboptimal dafür, weil alles nur spiegelt. Also die ganze Zeit hängst du mit dem Kopf auf der Tischplatte, damit das Spiegeln aufhört, weil die Puzzle so sind, dass es halt spiegelt. Wenn du halt kein Puzzle-Freund bist, möchtest du es vielleicht auch schon gar nicht machen. Also ich weiß nicht, ob das dann auch dazu zählen sollte in diese kleinen Schachtel. Exit. Naja, also es gehört schon in die Reihe dazu. Also das würde ich schon dazu rechnen. Und da kommen ja auch tatsächlich dann neue Arten von Puzzles und Ideen, aber es sind auch wieder die eben dreistellige Zahlencodes, um die es geht. Was bei Exit halt ist, sie haben wirklich qualitativ hochwertige Rätsel und das von Anfang bis zum Ende hin. Also da hat sich auch nichts geändert. Ich kann jetzt eben nicht sagen, dass am Ende in die letzten Teile einfallslose Rätsel wären oder irgendwie was haken wird oder sowas. Nee, es ist nach wie vor hochwertig und für mich das qualitativ Beste auf dem Markt, was die Rätsel angeht. Das hat sich durchgezogen. Also da sind sie noch nicht am Ende.
Meiner Meinung. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass man als Spieler, der sie alle gespielt hat, auch dazulernt, sich natürlich weiterentwickelt und es damit auch immer schwieriger wird, sich wirklich überraschen zu lassen. Genau. Dennoch gelingt es ihnen. Das muss ich ihnen durchaus zugestehen. Aber es gibt schon Rätsel, wo ich sage, ja, hätte ich das jetzt gespielt, ohne all die anderen gespielt zu haben, hätten wir da wahrscheinlich wirklich lange dran geknobelt. Jetzt ist es halt aufgrund der Vorerfahrung relativ offensichtlich. Aber das bleibt doch, glaube ich, einfach nicht aus. Ja. Ich finde es eher erstaunlich überhaupt, dass es so weit gekommen ist. Also deswegen hat mich interessiert, ob wir es in der Folge da auch über gesprochen hätte mit dem Trend. Ich hätte nicht gedacht, dass es innerhalb von 4 Jahren sich so entwickelt. Also schon, dass es ein bestehender Trend ist, der also dann so, ja, also immer wieder was liefert. Aber die Explosion, die es jetzt eigentlich genommen hat, hätte ich, glaube ich, nicht vermutet. Also auf dem Level, wo wir jetzt sind, wirklich jeder Verlag seine Linie hat und das, ich meine, wenn wir jetzt 15 Exits haben sollten und die Puzzles dazukommen, die Adventskalender, die Bücher, andere Verlage auch noch dazu, das, ich glaube, in der Entwicklung hätte ich es nicht gedacht. Und vor allem scheint es ja noch kein Ende zu nehmen. Also viele Sachen sind ja dieses Jahr in Nürnberg auf der Spielwarenmesse erst angekündigt worden. Genau. Also es geht noch weiter. Zum Glück. Ich bin nicht gesättigt. Ich auch nicht. Wollen wir mal anfangen und das mal so chronologisch durchgehen? Aber ich wollte vielleicht, bevor wir jetzt nochmal in die Reihen da jetzt einsteigen, also wie gesagt, in der letzten Sendung, also Folge 78, wer da nochmal einsteigen will, da hatten wir ja diese 3 Reihen. Also es gab die Norris-Box, es gab irgendwie die ThinkFun-Reihe und es gab halt die Exits, dann gab es noch irgendein Kickstarter, der irgendwie vor allem anderen war, der aber noch nicht ausgeliefert war. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Escape the Werewolf Loop. Experiment. Genau. Ist das mittlerweile ausgeliefert worden oder ist es immer noch irgendwie? Ja. Das ist 4 Jahre her. Ich habe keine Ahnung. Da gibt's mittlerweile auch eine deutsche Version von, die ist bei Mattel erschienen. Aber ich wollte nochmal, wie wir das jetzt abgrenzen, weil es ist ja nach diesen Exit-Spielen oder im Zuge dieser Exit-Spiele gab es ja noch diese Krimi-Spiele oder diese Detektiv-Spiele. Grenzt ihr das jetzt gleich ab oder packt ihr das in einen Topf? Also so ein Detective oder diese ID-Venture, Feuer in Adlerstein, gilt das, ist das in euren Augen auch ein Exit-Spiel, Escape-Spiel, Exit-Spiel oder grenzt ihr das denn? Für mich nicht. Also für mich ist das ein eher Krimi-Detektiv-Spiel. Ja, es gibt einige, wo es wirklich fließende Übergänge sind vom Escape-Room-Spiel zum Krimi-Detektiv-Spiel. Da gehen wir, denke ich, später auch nochmal drauf ein. Aber ich habe jetzt in der Vorbereitung versucht, mich wirklich auf Escape-Room-Spiele mich zu beschränken. Weil sonst auch einfach das für eine Folge viel zu viel wäre. Und wir haben ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit über eine Folge über Detektiv-Krimi-Spiele gemacht. Ja, das wollte ich jetzt nur im Vorhinein. Ja, ich denke auch, Krimi-Spiele, also die Unterscheidung, die Grenze ist wahrscheinlich nicht klar zu ziehen. Es werden bestimmt einige Sachen hier mal vielleicht auftauchen, wo man sagen könnte, oh, das könnte aber auch Richtung Detective-Fall gehen und so weiter. Oder manche Detective-Spiele oder Detektiv-Spiele könnten auch hier fehlen, die, wo man sagen, die könnten Escape-Room-Spiele sein. Aber aufgrund der Masse der Spiele passt das einfach gar nicht in eine Sendung rein, was sich jetzt in den letzten Jahren einfach da getan hat. Das liegt halt auch daran, dass die Idee ja früher am Anfang noch ganz anders war. Also die ersten Escape-Räume, als die entstanden sind, ich habe Escape-Räume gesagt. Was ja wirklich, da ging es auch gegeben, nein. Immer darum, aus dem Raum rauszukommen, deswegen das Escape. Ja. Und jetzt ist es ja gar nicht mehr so. Also inzwischen ist es ja fast so, dass, also mindestens die Hälfte der Räume, die ich mache, ist gar nicht mehr das Ziel rauszukommen, sondern mehr diese Geschichte da drinnen zu erleben. Deswegen wird ja manchmal Adventure Room dazu dann gesagt. Also, weil die Türen nicht abgeschlossen sind, sondern eigentlich geht man in den Raum und dann sagt, ja, ihr müsst den Gral finden oder irgendwie so eine Aufgabe bekommt oder geht dort rein, erlebt eine Geschichte oder irgendwie sowas. Deswegen ist es, glaube ich, halt so ähnlich, so wie die sich halt weiterentwickelt haben, kann man jetzt auch so nicht sagen, ja, wo ist die Trennlinie zu ziehen zwischen Detektivarbeit und Rätselarbeit. Ja, da schießt mir dann gleich irgendwie wieder ein Time Stories so dazwischen in meinen Kopf. Mhm. Ist das ein Escape-Room-Spiel? Ist das ein Kampagnenspiel? Ist das ein Rollenspiel? Ist das ein Detektivspiel? Wie? Ja. Ich glaube, das ist ein Adventure-Spiel, oder? Dann nehmen wir uns darauf. Ja, das. Ich glaube nämlich, dass bei diesen Exit-Sachen ist halt die Geschichte immer mehr und mehr dazugekommen. Ne?
Selbst die Kosmos haben jetzt aber langsam so ein bisschen versucht, so einen Story-Faden. Ne? Man wird angesprochen und es wird Bezug genommen, ah, da, ihr habt schon viele Fälle früher gelöst und das und das und ihr jagt jemanden. Also es wird schon versucht, so eine Abenteuergeschichte drumherum zu bauen, um ein bisschen mehr Flair in das Ganze reinzubringen. Nicht nur hier Hütte, hier Labor, hier Grabkammer. Ne, sondern man versucht das Ganze ein bisschen einzubetten, das versuchen die einen Spiele mehr als die anderen. Ja, das ist einfach so an der Stelle. Gut, aber dann lass uns doch mal tatsächlich jetzt einfach mal durch die verschiedenen Reihen ein bisschen durchgehen, was wir da so alles haben. Also Kosmos hatten wir jetzt. Ne? Genau, also ja, die hatten wir damals ja auch schon, die sind halt, ja, fast immer da gewesen, halten aber immer noch das Niveau hoch. Ne? Also ihr habt jetzt schon gesagt, okay, die Luft ist ein bisschen raus, aber trotzdem sagt ihr, dass die Rätsel immer noch gut sind, oder sehe ich das falsch? Nee, das ist korrekt. Genau, ja. Ja, dann lass uns mal, der zweite Oldie wäre ja dann da unter anderem die Escape Room von Norris. Also wenn ich übrigens auf der Kosmos, ich bin gerade auf der Kosmos-Seite und bei Exit werden 27 Titel aufgelistet. Ja, aber da sind die Bücher mit dabei. Da ist der Codebreaker mit dabei, aber es sind trotzdem 27. Du wolltest noch jetzt langsam mal Kosmos verlassen, oder? Ja, Entschuldigung. Genau. Sonst kommen wir ja nie voran. Also wenn wir chronologisch vorgehen, müssten wir eigentlich tatsächlich mit dem Werwolf-Experiment anfangen, weil das ja das Kickstarter war von damals. Und das erste Spiel war, das ich mir gekauft habe und überhaupt in Kontakt gekommen bin, dass es überhaupt sowas gibt. Mhm. Genau, das hast du damals auch in der Sendung gesagt. Da hast du gesagt, es gab noch nie sowas. Ich schmeiß da mein Geld drauf und es kam dann irgendwie nicht. Halt zu spät. Also im Prinzip waren dann die anderen auch schon da. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sonja. Hast du das damals auch gebackt oder hast du? Nee, ich habe das erst gespielt als bei Mattel. Ich bin ja eh nicht so derjenige, der irgendwie englische Spiele sich besorgt, sondern ich warte in der Regel immer, weil ich denke, ein gutes Spiel findet auch einen deutschen Verlag. Ist ja auch so hier passiert, also dass es Mattel übernommen hat. Allerdings leicht abgeändert, also nicht nur die Übersetzung dann eben auf Deutsch, sondern auch vom Material her wurde es geändert. Die Version, die ich hatte, war noch ein bisschen hochwertiger. Und das ist auch das, was eigentlich dieses Escape Room in a Box von Mattel auszeichnet in meinen Augen, das besondere Material. Man hat dort wirkliche, echte Kästchen, die eben verschlossen sind, mit Zahlenschlössern und findet auch Gegenstände in dem Spiel, die an gewissen Stellen versteckt sind. Und das zeichnet es für mich aus, dass es halt wirklich versucht hat, so einen Escape-Raum nachzubilden, in dem es halt auch diese Schlösser gibt. Allerdings nach heutigen Standards, also wenn wir jetzt eben 4 Jahre später zurückgucken, kann ich es eigentlich nicht mehr wirklich empfehlen. Also das ist einfach Rätselstandards, wie es halt von vor 5 Jahren war. Und das ist halt jetzt einfach, ja, veraltet in meinen Augen. Wie siehst du das, Sonja? Ja, würde ich mich anschließen. Also ich weiß, bei uns kam damals auch sehr gut an, dass man halt viel Haptisches hat, dass man wirklich so kleine Kisten hat und man muss den Code oder irgendwie einen Schlüssel finden, damit man das Schloss daran aufbekommt. Das hat halt wirklich so dieses Escape Room Feeling auch mitgebracht. Auf der anderen Seite, da kenne ich jetzt die Unterschiede nicht genau, aber es war halt auch so irgendwie Mattel-typisch einfach viel Plastik drinne. Das ist ja unter Spielern auch mal so, Plastik. Aber es zauberte schon eine gute Atmosphäre. Aber ja, die Rätsel waren eher Standard. Und aus heutiger Sicht würde ich das auch nicht mehr als empfehlenswert einschätzen. Aber würdest du denn sagen, dass es heute sowas braucht? Also diesen haptischen Anteil mit, ich mache ein Schloss auf, braucht es das? Wäre das notwendig? Nicht zwingend. Also Exit zeigt ja, dass es auch anders geht. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, was man als Spieler sucht. Also wenn es wirklich darum geht, ich möchte das Escape Room-Feeling von so einem echten Escape Room zu Hause haben, da finde ich es schon ein cooles Goodie. Ich finde es ja auch interessant, dass es so unterschiedliche Ansätze gibt. Also wir werden nachher auch besprechen, dass sich alle Titel irgendwie rechtfertigen, weil sie irgendetwas anders versuchen. Ob es dann gelingt, ist eine andere Frage. Aber alle gehen doch wieder ein bisschen anders vor und das zeichnet sie halt besonders aus. Ich denke, es gibt schon den Typ, der eben sowas gerne mag. Also wenn du sagst, Material, ich möchte was in den Händen halten und ich möchte eben wirklich ein Zahlenschloss auch dann haben und eintippen, sonst ist für mich kein Escape-Raum. Für den ist es natürlich was.
Gibt es denn noch andere, die das gemacht haben? Eben in der Form nicht. Nee. Also vielleicht irgendwie Kickstarter nochmal danach. Da gibt es natürlich ganz viele auf Englisch, aber sind sonst nicht so bekannt. Und es gibt auch schon einen Nachfolger. Escape Room in a Box Flashback heißt der. Also ist auch ein bisschen auf 90er Jahre so getrimmt, so mit Neonfarben. Und der ist aber eben nur auf Englisch erschienen. Und den wird es auch nicht auf Deutsch geben. Ich habe da mal bei Thelma nachgefragt. Die haben gesagt, ja. Oh nein. Und ja. Und der ist halt dann doch, wenn man ihn dann erwerben möchte, 50 Euro dafür. Und das ist es mir ehrlich gesagt halt dann doch nicht wert. Dafür, dass der erste Teil halt nur so okay war. Hm. Mhm. Sonja, du hast genug andere Spiele, die das auch auffangen, das Loch. Ja, aber so ein Escape Room-Spiel geht immer mal dazwischen. Schon, oder? Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung noch, aber das habe ich vor einem Monat, glaube ich, gefragt. Also wirklich relativ aktuell. Ach, schade. Mhm. Gehen wir zum nächsten? Ja. Oder wollt ihr noch was dazu wissen? Nö. Was haben wir als nächstes? Sonja, magst du, oder? Als nächstes laut Liste hätten wir Think Fun mit Escape the Room. Da ist ja ganz spannend, da gab es damals zwei Teile. Einmal, das erste war die Sternwarte. Das hatte viele Umschläge, in denen auch wirklich haptisches Material drin war. Arbeitete da auch mit einer Dekodierscheibe, die allerdings ein bisschen anders funktionierte als bei den Exits. Ich fand das damals richtig gut mit diesen Umschlägen und mit dem haptischen Gefühl, was man bekommen hat. Da waren allerdings, und da waren wir uns, glaube ich, alle einig, die Rätsel einfach viel zu einfach. Dann kam relativ kurz darauf das Geheimnis des Refugiums von Dr. Gravely. Das hat mir vom Anspruch her schon ein bisschen besser gefallen. War auch wieder viel haptisches Material dabei. Wobei ich da das Gefühl hatte, also das größte Manko, da war, glaube ich, die Spielerzahl. Ich weiß nicht mehr, die war irgendwie bis 8 Spieler angegeben. Und das... Also Spielerzahl ist generell so ein Thema bei diesen Escape Room-Spielen, die bei vielen einfach in meinen Augen viel zu hoch angesetzt wird. Und das Refugium von Dr. Gravely, da war es wirklich so, dass viele Rätsel eigentlich nur ein Spieler lösen konnte, weil man mit dem Material arbeiten musste und das nur einer in die Hand nehmen konnte. Ja, und jetzt bald soll ja Escape the Room 3 erscheinen, das verfluchte Puppenhaus. Ach, das war auf der Messe, ne? Das war dieses große, aufgebaute Ding, ne? Das war ja auch, glaube ich, dann die Originalgröße, ne? Nicht fotografiert werden durfte. Was jeder fotografiert hat. Ich glaube, du hast es nicht fotografiert, aber ich glaube, viele andere. Ich habe mich an die Vorgabe gehalten. Ja, ich weiß ja nicht, was das soll, wenn man auf so einer Messe Sachen ausstellt und dann einfach sagt, nee, dürft ihr jetzt nicht fotografieren? So, dann steht es nicht auf die Messe, so, was soll denn das? Oder sagt, dass es das gibt, aber stellt doch nicht das Ding dahin, was halt einfach alle Blicke anzieht. Oder sehe ich das falsch? Weiß ich nicht. Es spricht der Alkohol aus mir. Nee, aber mal zwei andere Sachen noch, was Sonja eben angesprochen hat. Zum einen, glaube, was ja wahrscheinlich auch immer das Schwierigste ist bei so einem Erstellen so eines Spiels, ist ja, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Ne? Zwischen zu einfach und zu schwer ist da wahrscheinlich der Mittelweg immer das Schwierigste. Und Cosmos macht das ja, die sagen schon, es gibt 3 Schwierigkeitsstufen, die auch deutlich spürbar sind. Ne? Wobei, da würde ich gerne mal kurz einhaken, das haben sie ja auch erst nachträglich gemacht. Also die ersten 3 hatten ja erst gar keine Einordnung. Genau. Mhm. Und also gerade die Grabkammer war ja so eins, das hat ja mittlerweile den höchsten Schwierigkeitsgrad. Und für mich war es das allererste, auf jeden Fall Exit-Spiel, ich weiß nicht, ob sogar Escape Room-Spiel. Und das war tatsächlich eine harte Nuss. Ja, aber da finde ich halt gut, dass Cosmos im Nachhinein da nochmal genau draus gelernt hat und das nochmal angepasst hat. Ja. Mhm. Das machen das noch andere, dass sie ihre Spiele, ja Noris, ne? Die haben auch einen Schwierigkeitsgrad angegeben. Ja. Und sonst noch jemand? Ich überlege. Naja, Unlock. Die bringen halt immer eine Box in 3 Stufen raus. Also da enthält eine Box einfach mittelschwer. Okay, ja.
Ja, aber denke ich, das zeichnet halt auch da die guten Serien, glaube ich, aus, oder die auf jeden Fall genügend Material dafür auch haben, dass man den Schwierigkeitsgrad auch wählen kann. Ne? Dass ich mir wirklich sagen kann, okay, mit jemandem, den ich das noch nie gespielt habe, den gebe ich keine Grabkammer. Da nehmen wir tatsächlich einen, wo Einsteiger draufsteht, wo es linearer ist, wo es deutlich einfacher ist für die vorzugehen. Und dann zweiten Punkt, der mir eben bei Sonja noch aufgefallen ist, als du sagst, ja, mit dem Material, da konnte immer nur einer dran mit was machen. So generell, mit wie vielen Leuten spielt ihr diese Spiele? Also wir spielen die meisten zu zweit. Ab und zu spielen wir mal eins noch mit einem anderen Pärchen dann zu viert. Ja, bei mir ist es 2 bis 4. Das ist so. Also mit mehr würde ich es nicht spielen wollen. Ja, mit wie viel habt ihr die Puzzle-Exits jetzt gemacht? Zu zweit. 2 und 3. Und für mich war es danach, dass man das nicht zu dritt spielen sollte. Also ja, bei dem Puzzle. Das dachte ich mir nämlich auch. Ja. Da hat mein Vater nicht mitgespielt und irgendwann habe ich ihn halt immer rein was gelegt und dann hat er dann irgendwann gesagt, hat aufgehört und hat einfach zugeguckt, weil wir ihm die Sicht immer genommen haben, weil wir immer dann reingelegt haben, die Puzzleteile. Und hat er danach selber gesagt gehabt, naja, ich glaube, zu dritt ist zu viel. Und wenn mein Vater sowas merkt, der kein Spielekritiker ist, hätte ja. Ich jetzt eben auch gesagt, wenn Exit hätte ich eher zu zweit empfohlen. Das funktioniert, glaube ich, nicht wirklich gut mit mehreren, also mehr als zwei. Selbst zu zweit war es manchmal schwierig, weil man dann irgendwie über den Tisch greift, wo die Puzzleteile liegen oder wo halt das Puzzle liegt und dann sieht einer gerade was nicht und bei 3 oder 4 stelle ich mir halt noch schlimmer vor. Es kommt natürlich ja, immer zweit, drauf an. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, die ganz gute Taktik. Ja. Einer puzzelt halt den Rahmen und der andere sortiert einfach schon mal so die Puzzleteile ein bisschen. Das funktioniert zu zweit eigentlich ziemlich gut. Aber wie gesagt, ein dritter hätte es dann auch schon schwer, sich da irgendwie sinnvoll einzubinden, ohne den anderen die Sicht zu nehmen. Ich glaube, wenn man höhere Spielerzahlen hat bei irgendwelchen Escape-Spielen, dann kommt es auf die Gruppe drauf an, sind das Neulinge oder sind auch welche dabei, die irgendwie nur so halb dabei sind und eigentlich währenddessen noch was trinken und essen wollen? Oder ich glaube, dann kann das vielleicht auch funktionieren, dass man es halt nur so halb mitmacht oder so. Aber wenn wirklich alle voll dabei sind und die Rätsel mitkriegen wollen, da halte ich ehrlich gesagt ab 5 das nicht mehr für realistisch machbar. Mhm. Also dafür ist dann immer das Material zu klein oder es macht dann doch irgendwie einer und die anderen kriegen es dann nicht so mit. Also ich würde sagen 2 bis 4 und das haben die ja auch bei Exit am Ende dann auch auf die Verpackung geschrieben. Am Anfang war es nämlich noch 1 bis 6. Ja, genau. Gut. René, hast du denn die Sternwarte gespielt? Nee. Weil das wäre eigentlich schon was, wo ich jetzt auch noch sagen würde, dass mit Kindern ist das nämlich schon was. Ich habe das viel in der Schule gespielt. Und also von denen, also das Geheimnis des Refugiums fand ich eben nicht so, wie auch die Sonja gesagt hat, dadurch, dass immer einer irgendwie was machen muss und immer nur zugucken können. Aber die Sternwarte habe ich relativ häufig in der Schule gespielt, weil man kann auch alles zurücksetzen. Und die fanden halt auch toll, dass es so viel Material drin ist, dass es doch einiges damit gearbeitet werden kann und ich das zurück in die Umschläge machen kann. Und deswegen wäre das für mich tatsächlich noch eine Empfehlung wert. Also jetzt nicht für Profis eben, aber gerade für Einsteiger mit Kindern ist das schon noch was man empfehlen kann. Und was mich eher gewundert ist, war, dass es so lange nicht fortgesetzt wurde. Denn alle anderen Exits oder Escape-Spiele waren so erfolgreich und das wurde nicht konsequent fortgeführt, obwohl sie eigentlich erfolgreich waren, die von Anfang an mit dabei waren. Das hat mich ein bisschen verwundert, um es so mal zu sagen. Ich fand es vor allem verwunderlich, ich weiß gar nicht, ob das mit dem zweiten Teil schon angekündigt wurde, dass ein dritter Teil kommen wird oder zumindest relativ kurz darauf. Hieß es immer, da kommt was, da kommt was. Und ich weiß, auf der nächsten Spielwarenmesse, nachdem das Refugium erschienen ist, da hieß es auch noch, da kommt eine Box. Und dann gab es da auch irgendwie eine Webseite, die angekündigte, ja, hier bald erscheint der nächste Teil. Und dann ist das ja irgendwie komplett im Sande verlaufen, bis es jetzt wieder angekündigt wurde. Das war für mich so das Überraschende. Genau. Das ist irgendwie seltsam. Was hinter den Kulissen ist, keine Ahnung. Aber weil die anderen halt so konsequent eigentlich auf diesen Trend aufgesprungen sind und produziert haben, hätten die eigentlich auch machen können, weil sie waren ja von Anfang an dabei. Ja. Seltsam. Weiß nicht, warum. Und ich freue mich drauf auf das verfluchte Puppenhaus. Ich fand, das sah toll aus auf der Spielwarenmesse. Also das war schon so, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist gleich wieder thematisch und sieht schön aus, dieses Puppenhaus. Und dann haben sie wieder ein Alleinstellungsmerkmal, was ich so jetzt eben nicht kenne auf der Art. Das war wieder was Besonderes und deswegen freue ich mich darauf.
Ich auch. Also wie gesagt, ich hatte mich nach dem zweiten Teil schon auf den dritten Teil gefreut und freue mich, dass er jetzt dann doch hoffentlich endlich erscheinen wird. Mhm. Machen wir weiter? Ja. Sonst müsst ihr reinrufen, René, Arne, wenn ihr was habt. Ja, ja. Was war denn das Besondere an diesem Puppenhaus, was man jetzt nicht fotografieren durfte? Ja, es war einfach so ein 3D-Aufsteller. Groß. Guck dir die Fotos an. Es gibt ja auch Hörer, die jetzt nicht gerade... Ja. Ja. Also stell dir ein Puppenhaus vor, wie man es halt einfach so kennt, wo Figuren drin stehen. Und das wurde schon ein bisschen aufgruselig gemacht. Also man sieht das und man kriegt schon gleich ein bisschen Unbehagen. Man merkt schon, okay, das ist kein normales Puppenhaus, sondern hier ist irgendwas passiert, ja, was nicht normal ist. Und da sind anscheinend die ganzen Rätsel halt versteckt in den verschiedenen Räumen auch. Und das war schon was. Ich glaube, es gab auch so Pappaufsteller dazu. Und mehr weiß ich exakt auch nicht mehr. Aber es war schon was, wo ich gedacht habe, okay, so kenne ich das noch nicht. Das ist mir was, was ich so noch nicht gesehen habe. Und deswegen war ich da neugierig. Also meine Neugier ist geweckt, ob es dann gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist zumindest wieder mal ein anderer Ansatz. Aber auch das Cover passt ja genau dazu. Mhm, also auf total. Dem Cover, da sieht man einfach nur so ein Stück Tapete, die leicht eingerissen ist und dahinter ist halt so ein Puppenkopf oder Menschenkopf, man weiß es nicht genau. Also im Gesamtkonzept finde ich das schon spannend und bin echt interessiert, was dahinter steckt. Und wie alle wissen, sind Puppen ja sowieso das Gruseligste überhaupt. Also wenn ich in der Spielwarenmesse durch die Puppengänge gehen muss, graut es mir immer. Alle Augen bewegen sich so nach dir, wenn du durch den Gang gehst. Okay, dann, was hat man als nächstes? Sonja? Escape Room, das Spiel von Norris. Das gab es damals ja auch schon. Ja, die damit da gepunktet das, hatten, das. Genau, mit dem Krone-Decoder. Hast du gespielt, René, oder? Da hatten wir auch mit gepunktet. Ja, und ich fand die, sie waren erstmal anders. Stellenweise sind wir gescheitert und sie hatten auch Sachen drin eingebaut an ihren Rätseln, die ich so nicht erwartet hatte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt an der Stelle nennen darf, dass man auf jeden Fall sein Telefon mal benutzen musste. Fand ich überraschend und ich finde tatsächlich diesen Decoder, den die dabei hatten, sehr cool. Also du hattest tatsächlich einen Timer da dabei, du hattest diese verschiedenen Schlüssel, du hattest halt auch, was wir eben hatten, dieses Haptische, ne? Du hast den Code und musst jetzt den Schlüssel da reinstecken und kriegst dann entsprechend akustisches Feedback. War das jetzt richtig oder war es nicht richtig? Und das fand ich schon immer sehr cool. Und die Zeit läuft runter. Also man sieht auf diesem Chrono-Decoder wirklich die 60 Minuten und dann kommt ein ganz tolles Geräusch, wenn man die vier richtigen Schlüssel in die Schlitze gesteckt hat. Das ist halt wieder was, wo ich halt sage, okay, da haben sie was umgesetzt aus den echten, weil da sieht man auch die Zeit immer runterlaufen. Ja. Das war auch wieder was, wo ich sage, okay, das zeichnet die wieder aus. Also das war deren Idee halt, auch wirklich so einen Chrono-Decoder dabei zu legen. Und das ist halt, dass danach sehr viele Erweiterungen noch dazu erschienen sind, die immer mit dem gleichen Decoder auch spielbar sind. Keine Ahnung, wie sie das dann genau machen und ob da, ich habe nochmal nachgefragt und haben sie gesagt, da sitzt ein kleines Männchen drin und checkt das dann immer. Hat sich realistisch angehört. Also tatsächlich für mich fand ich jetzt wenn ich jetzt jemandem empfehlen sollte, welche Erweiterung die beste wäre, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele dazu, ist für mich The Dentist. Den fand ich sehr gut. Also, ja. Der auch ein bisschen gruselig war, aber auch viele neue Ideen drin hatte. Was meinst du, Sonja? Ja, den fand ich auch super. Dawn of the Zombies würde ich noch nennen. Den fand ich auch überraschend. Okay, den fand ich nur okay. Nicht schlecht, aber fand ich nur okay. Okay. Was die ja auch benutzt haben, sind diese 3D-Elemente, ne? Wo du mit deinem Smartphone dann, es gab diesen U-Boot-Fall, glaube ich, und dieses ja, das war eine Box. Ist auch noch. Stimmt, das war eine Box irgendwie. Da fand ich die Fälle an sich aber nicht so. Da war, mindestens in einem Fall war sehr viel, sehr mathematische Aufgaben drin. Und wem das halt nicht so liegt, der hat dann da schnell Schwierigkeiten. Und da fand ich, war halt dieses Gimmick mit der Brille gut, war halt irgendwie besonders.
Aber die Qualität der Fälle an sich fand ich da nicht so gut. Ich würde tatsächlich trotzdem das empfehlen. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt überlege, soll ich jemanden, der es nicht gespielt hat, dieses Konzept, tatsächlich empfehlen, er soll 40 Euro ausgeben für diesen Fall, dann sage ich eben, nee, das ist mir zu riskant. Ich würde sagen, probier den VR aus, denn das ist eine günstige Alternative, man bekommt zwei Fälle und da braucht man nämlich keinen Chronodecoder dazu, denn da haben sie nämlich eine App dafür, wo man das auch einfach nehmen kann, die Schlüssel. Ich finde das ein bisschen schade, dass sie das nicht allgemein so gemacht haben, dass man alle Fälle auch mit der App spielen kann, weil ich hatte einmal den Fall, dass ich das irgendwo dabei hatte und konnte es dann nicht spielen, weil der Chronodecoder Batterie alle war oder irgendwas, ging auf jeden Fall nicht. Da habe ich gedacht, Mensch, könntet ihr nicht einfach eine App haben und dann könnte man das damit immer machen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, jemand kann es noch gar nicht, würde ich tatsächlich das VR empfehlen. Einfach, weil es auch was Besonderes ist. Also, wenn man das Handy halt so reinsteckt und plötzlich im U-Boot steht und dann sich umgucken kann und dann sagt man, ah, ich sehe das und das und die anderen gleichen ab, was sie jetzt sehen können, das war schon ein cooler Effekt. Ja. Und sie haben es halt hinbekommen, dass halt, auch wenn ja nur einer da reingucken kann, er den anderen ja was sagen kann, ne? Kann den anderen Hinweise geben an der Stelle. Und es ist nicht so, dass alle anderen nur sitzen und warten, bis der eine da geguckt hat. Genau, weil man ja auch zusätzlich zu der Brille trotzdem noch Papiermaterial hat. Also zum Beispiel in einem U-Boot da eine Ansicht von irgendwas, da konnte man sich schon gut ergänzen. Und es kommen ja auch neue jetzt heraus. Also Jumanji ist schon rausgekommen. Escape Room 2 ist angekündigt. Und die alle haben immer wieder einen neuen Chronodecoder drin. Und ich brauche nicht so viel Chronodecoder. Ich brauche das nicht. Genau. Sonja hatte eine heiße Diskussion auf dem Messestand mit der Studentin wahrscheinlich, die da gerade die Führung gemacht hat. Ja, aber ich verstehe es halt einfach nicht und das ergibt für mich keinen Sinn. Warum man sie dann noch hinstellt und sagt, ja, wir bringen das aber nur in dieser Box. Wenn sie sagen würden, okay, wir bringen eine neue Box für jemanden, der das noch gar nicht kennt, der kriegt hier einen Chronodecoder. Wir bringen es aber zusätzlich als einzelne Fälle für alle, die halt schon einen Chronodecoder haben. Dann gäbe es für mich ja auch gar kein Diskussionspotenzial. Aber ich verstehe halt nicht, warum die sich so ausstellen zu sagen, es gibt nur diese Box, diese Fälle gibt es nur in der Box mit dem Chronodecoder. Das Problem ist, glaube ich, dass der, glaube Matthias hat das mal erzählt, dass diese Chronodecoder ja quasi vorkodiert sind. Ne? Also die haben in diesem Decoder 80, weiß ich nicht, oder 10 Fälle drin eingebaut und die können sie dann verwenden, dann ist dieser Decoder aber verbraucht, weil den kannst du ja nicht per Update nachrüsten. Da wäre halt der USB-Anschluss. App-Version, denn. Ja. Da wäre die App-Version aber die bessere Version gewesen, aber dann hast du halt dieses haptische Element genau. Nicht mehr. Ne? Und das ist halt wahrscheinlich auch entscheiden. So deren Alleinstellungsmerkmal. Ne? Diese Kiste hat halt kein anderer. Eine App hat natürlich schon wieder jemand anders. Also, ne, Ja, aber ich brauche doch nicht 3 von diesen Boxen. Ich habe auch inzwischen 3. Sind ja alle unterschiedlich. Nee, sind sie nicht. Kannst du die Schlüssel von den Codes, ja. Nee. Oder? Nee. Du kannst die auch da verwenden. Ist der gleiche. Okay, du kannst also auch denselben Decoder verwenden. Ja. Also zumindest beim Jumanji war es bei mir so. Da habe ich es ausprobiert. Ja, ich bin der Meinung, da haben wir es auch ausprobiert. Das ist genau das gleiche Ding. Dann ist tatsächlich doof. Dann ist tatsächlich doof. Okay, ich musste aber irgendwann auch wieder so einen Cut machen und dann wieder die Kundschaft wieder reinholen. Ich weiß es nicht. Naja, aber mich verlieren sie halt dann. Also weil ich nicht bereit bin, nochmal so viel Geld zu zahlen für etwas, was ich schon besitze. Also das ist einfach, ich glaube nicht so. Außer sie wissen natürlich, dass ich süchtig bin und es mir trotzdem kaufe. Ich kaufe mir einfach das Megapack, sehe ich gerade. Aber glücklich machen sie mich halt trotzdem nicht damit. Noch eine Frage an dich, Sonja. Was ist mit Harry Potter passiert? Keine Ahnung, aber da Harry Potter mich auch so gar nicht interessiert, ist mir das eigentlich auch relativ egal. Harry Potter wird von Disney gekauft, habe ich gehört. Die auch, okay, dann dürfen sie es nicht mehr. Auf jeden Fall. Aber stimmt, es war relativ früh angekündigt. Genau. Und dann hat man irgendwie nie wieder was gehört. Ja, und sag wirklich schon konkret, also ich habe auch schon Bilder gemacht und da ging es um in den dunklen Wald hinein und in den verbotenen Wald und sowas, also auch eine VR-Version. Seltsam, nicht mehr weiter verfolgt. Und das war nach dem anderen VR, also eigentlich gut eingestellt. Mhm. Dann, was sagst du denn zu einem Escape Room Duo? Ja, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Habe ich ganz viel gehört.
Und ich fand den gar nicht so schlecht. Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte im Urlaub gespielt und ja, ich hatte echt Spaß dran und habe mir gedacht, ach, also für das, was es sein will, ist es in Ordnung. Also ich was ist denn weiß nicht, ob ich es groß empfehlen würde, aber das war halt so ein Faltpapier im Prinzip. Also man löst die Rätsel und darf man immer mehr dieses Blatt auffalten und die haben es relativ groß angekündigt auch, dass es innovativer Faltmechanismus stand, glaube ich, drauf. Und naja. Also, daran störe ich mich halt so ein bisschen. Ob man das als innovativ bezeichnen darf, dass man halt einfach einen, was war es, DIN A3 oder was, ob so groß, halt so faltet wie eine alte Landkarte und dann halt die Rätsel nach und nach auffalten kann. Aber bei mir kam noch dazu, wir hatten parallel das MacGyver Escape Room Spiel bekommen. Also eigentlich wollte ich ja heute nur über Deutsche sprechen, das ist halt eins, was bisher nur auf Englisch erschienen ist. Das hat uns eine Bekannte aus den USA mitgebracht. Ja, habe ich auch gemacht. Habe ich auch jemanden aufgegeben, aus Amerika mitbringen zu lassen. Das fand ich, hatte auf jeden Fall einen durchdachteren Faltmechanismus. Weil das da war es dann wirklich so, nach einem Rätsel konntest du so eine Seite aufklappen, dann musstest du woanders aufklappen, dann konntest du da noch aufklappen. Und hier war es dann wirklich nur, ich habe ein Blatt Papier, das irgendwie dreimal gefaltet würde und entsprechend mit drei Codes kann ich es dann wieder zurückfalten. Spoiler, am Ende faltet man ein Schweizer Taschenmesser. Zu einer Atombombe. Es war schon recht thematisch. Also sie haben schon Sachen einfallen lassen, fand ich. Beim also ihr besorgt euch denn auch wirklich, wenn ihr jetzt so seht, so ey, das gibt's jetzt nicht in Deutschland, ich bestell mir das in den USA. Ah, ihr habt Probleme. Ja, wenn ich weiß, es hat keine Chance, nach Deutschland zu kommen, und das war bei MacGyver eigentlich klar, ich habe mir jetzt die Woche das Scooby-Doo Haunted House bestellt, weil ich weiß, Scooby-Doo wird nicht nach Deutschland kommen. Und da hat sowohl Boardgame Geek positiv von gesprochen, als auch Tom Wessel. Dann haben wir gedacht, okay, wenn die beide sagen, das ist gut, dann. Aber sag nicht, es kommt nicht auf Deutsch. Playmobil hat jetzt eine Scooby-Doo-Reihe. Ja, aber ich glaube, Scooby-Doo ist in Deutschland nicht so, dass man da. Also, ich weiß nicht, aber ich würde mich freuen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, Playmobil hat jetzt in Produktion, kannst du kaufen. Die Mystery Machine und im August gibt es sogar ein Haus davon. Nee, möchte ich nicht, René. Danke. Dem Alter bin ich raus. Wer weiß, vielleicht. Da aus dem Alter ist man nie raus. Das stimmt. Ich stand gestern vor dem DeLorean von Playmobil. Das ist ja was ganz anderes. René war gestern im Playmobil-Freizeitpark, das sollte man nur kurz erwähnen. Ja, man hätte mir die Kreditkarte sperren müssen. Die haben nicht auch einen Shop da. Da kriegt man alles. Aber egal. Dann sind wir bei. Ich finde es übrigens gerade bemerkenswert, wir sind jetzt knapp eine Stunde in der Sendung und wir haben jetzt nur über Reihen gesprochen, die wir halt auch schon vor knappen vier Jahren chronologisch vorgehen. Behandelt haben. Ja, es ist genau, und dadurch, dass die am längsten am Markt sind, haben die halt mittlerweile auch. Also jetzt gerade bei Escape Room das Spiel von Noris und die Extra-3, die haben wir doch am meisten auf den Markt geschmissen bisher. Liebe Hörer, ihr seht ja, wie lang die Sendung ist. Wir wissen es noch nicht. Ja, jetzt dürft ihr weiter. Was kam denn dann? Sonja? Ja, ich weiß nicht, ob ich das chronologisch aufgeschrieben habe. Ich würde jetzt als nächstes, wenn ihr da in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen habt, weil Matthias das schon irgendwie so halb angekündigt hatte, gab es von den Space Cowboys die Unlock-Reihe. Das ist eine Box, da sind, wie ich vorhin schon sagte, in einer Schachtel immer drei Fälle drin mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Und da passiert ganz viel in einer App. Da gibt man die Codes ein. Da bekommt man gegebenenfalls irgendwelche Hinweise, kann sich da auch explizit Tipps geben lassen. Und da gibt es mittlerweile 7 Boxen von und die nächsten 2 sind bereits angekündigt. Und ganz wichtig, die Star Wars Box. Genau, das ist ja eine von den beiden. Ich habe ja davon immer noch keinen gespielt, aber Matthias hat mir mal so einen Unlock-Querschnitt mitgeschickt, irgendwann mal rübergeschickt. Jetzt suche ich gerade die Box, wo ich die hingelegt habe, wo er mir irgendwie aus jeder Box, aus jeder großen Box irgendwie den besten Fall irgendwie rausgenommen hat und separat. Das ist doch toll, wieso machst du das nicht? Ja, ich habe mich, glaube ich, auch halb gerade für Montag verabredet, dass wir mal Unlock spielen. Also zum Beispiel der Nico spielt ja mit seiner Tochter jetzt die ganze Zeit durch
Also die haben das irgendwie für sich entdeckt und spielen jetzt die ganzen Unlock-Fälle. Das möchte ich mit meiner Tochter nicht spielen. Warte ab, vielleicht. Also, weil nämlich, was die Sonja auch gerade gesagt hat, die Stärke hier ist tatsächlich die App-Anbindung. Und das darf man nicht unterschätzen, Musik währenddessen zu hören. Also die einen auf diesen Fall einstimmt. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ein Agentenspiel spiele und dann kommt plötzlich so eine Mission Impossible-Musik dazu oder ich habe auch diesen Märchenfall oder den Alice-Fall und dann kommt so eine märchenhafte Melodie im Hintergrund. Das bringt mich einfach in die richtige Stimmung. Das ist, darf man nicht unterschätzen, diese Stärke von dem Spiel eben. Also das, was Unlock für mich auszeichnet, ist, dass sie sich immer wieder neu erfindet, die Reihe. Ja. Bei denen ist es wirklich so, du weißt eigentlich nicht, was im nächsten Fall, was sie sich einfallen lassen. Es ist wieder eine Überraschung und es kommt wieder irgendwas Neues. Oder, und das ist für mich eben das auch, warum sie momentan sich auch mit der Exit 3 den Thron teilt. Die Rätsel sind zwar nicht immer so gut, aber sie überraschen mich immer noch und überzeugen mich, weil immer noch was kommt, was ich so noch nicht kenne. Oder wo sie jetzt gesagt haben, ach, jetzt haben sie das plötzlich sich einfallen lassen. Und das Gute ist, dass die inzwischen auch einzeln zu kaufen sind. Das heißt also, wenn jetzt immer noch gar kein Unlock gespielt hat und nicht so eine glückliche Situation wie der Arne, der einfach die besten Fälle geschickt bekommt, kann die sich auch einzeln kaufen. Und da habe ich mir mal durchgeguckt, welche man sich einzeln kaufen kann, welche ich empfehlen kann. Das wäre zum einen einer der ersten in der Mausefalle. Den kann man sich einzeln kaufen. Oder die No-Side-Show. Die geht halt in diese Manic Mansion-Richtung. Da sind ganz viele Anspielungen drauf. Die kannst du auch empfehlen, Sonja, oder? Ja, unbedingt. Also die für mich wirklich, die besten. Genau. Die sind wirklich toll gelungen. Dann gibt es auch Insert Coin einzeln zu kaufen. Das ist eben auch so ein Einsteiger. Und da kommt zum ersten Mal Augmented Reality drin vor. Und das fand ich halt auch ganz toll. Und wer sich ein bisschen mehr zutraut, ich persönlich, mir hat eigentlich mein Lieblingsfall ist, glaube ich, der im Oz, wo sie die Dorothy und so weiter da. Der ist zwar sehr, sehr schwer, aber der hat mir wirklich gut gefallen. Den fand ich sehr thematisch. Was ist dein Lieblingsfall, Sonja? Mein Lieblingsfall? Ja, ich fand auch Alice ziemlich gut. Da haben sie ja wieder viel einfallen sonst, lassen. Und sie haben auch viel gelernt, eher, muss man sagen. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also in den ersten Spielen hatte ich halt häufig das Problem, dass, also da ist es ja so, man hat diese Karten, da sind dann vielleicht Zahlen drauf oder Buchstaben und dann kann man gucken, wenn man so eine entsprechende Zahl oder Buchstabenkarte hat, darf man die aufdecken. Und da habe ich mich in den ersten Boxen dolle dran gestört, weil das anfangs wirklich so eine, ja so, wo ist Waldo? Man guckt da wirklich, hat so ein Wimmelbild und muss da jetzt irgendwie eine Zahl finden, was dann auch dazu geführt hat, dass wir bei irgendwelchen Verschnörkelungen an Schränken oder so dachten, ja, das könnte vielleicht eine 3 oder eine 8 oder so sein. Das hat da so ein bisschen den Spielspaß gehemmt, aber ich finde, in der Hinsicht haben sie sich gut entwickelt und haben sich da immer Besseres einfallen lassen, um das nicht mehr so zu haben. Falls euch Matthias Selektion interessiert, ich habe jetzt meine Box gefunden. Also hier steht in der Mausefalle hat er dabei, hat er mir genau zugelegt. Sehr gut. Irgendwas mit Piraten. Aus der Mystery Adventures Reihe. Der Schatz auf blablabla. Das ist ein bisschen schwieriger, ja, aber der ist gut. Ja. Und ja. Tombstone Express. Oh die, ja. Die hat ja mir jetzt Matthias da reingelegt. Die sollte ich mal unbedingt spielen. Ist keine schlechte Auswahl. Haben Und ich möchte auch daran erinnern, Sonja, an die Zeitstrafen. Kannst du dich an die noch erinnern am Anfang? Die haben mich wahnsinnig gemacht. Da haben sie auch gelernt. Also in den ersten Teilen gibt es noch wahnsinnig viele Zeitstrafen für irgendwelche Sachen, die man kombiniert, wo man eigentlich denkt, das ist gar nicht so unlogisch, das miteinander zu kombinieren. Und dann sagt das Spiel, nein, das passt nicht, gib dir 5 Minuten Zeitstrafe oder 3 oder was weiß ich oder sowas. Dann denkt man sich, euer Ernst? Also. Nee, aber ich finde, da hat sich das Spiel auch nicht an seine Regeln gehalten. Also in der Anleitung steht irgendwie, wenn ihr eine Zahl entdeckt und die Karte existiert, dürft ihr sie umdrehen. Und da gab es einen Fall, da hat man das gemacht und ich so, Edge, das war jetzt doof, Zeitstrafe. Wo ich dann da saß, ja, aber ich habe doch genau das gemacht, was die Anleitung von mir verlangt. Und plötzlich ist es ein Fehler oder bekommt eine Strafe. Und ich finde, das zieht sich eigentlich bis zum Ende hindurch, aber nicht mehr mit diesen fiesen Strafen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen versöhnlicher und sage, okay, dadurch, dass sie aber ihre eigenen Regeln so ein bisschen dehnen, schaffen sie auch wieder ganz neue Rätselideen.
Und ich weiß es nicht mehr diese, auch. Genau, da es halt nicht mehr diese bösen Zeitstrafen gibt. Gut, wobei wir jetzt auch schon dazu übergegangen sind. Also oft ist es ja so, man dreht eine Karte um, dann steht da Zeitstrafe und jetzt muss man auf den Knopf drücken. Und wenn wir das blöd finden, weil wir es in dem Moment einfach nicht gerechtfertigt sehen, dann drücken wir halt nicht auf den Knopf. Also nie. Es ist ja nie gerechtfertigt, dass man eine Zeitstrafe bekommt. Nee, das weil nicht, aber eigentlich. Also, ich finde Zeitstrafe eine halt schlechte Lösung, ehrlich gesagt. Also, ja. Die wollten halt nicht, dass man alles mit allem kombiniert. Das ist der Hintergrund, dass man halt eher diskutiert, wollen wir das wirklich jetzt damit kombinieren, weil sonst kriegen wir eine Zeitstrafe. Aber ich finde das keine gute. Und ich muss auch sagen, dass es bei Unlock immer auch mal wieder ein Rätsel gibt, selbst jetzt in den neuen, die ich nicht so gelungen finde. Hm. Das passiert immer mal wieder bei denen. Also, dass ich irgendwas dabei habe, was bei Exit für mich eigentlich tatsächlich nie der Fall ist. Da kann ich danach immer zumindest sagen, ach, hätte ich draufkommen können, wie dumm war ich denn oder so. Und da gibt es aber teilweise wirklich, in jeder Box ist, glaube ich, mal ein Rätsel auch dabei, wo ich einfach sage, also nee, Leute, nee. Obwohl ich da sagen muss, in den ersten Boxen hatte ich immer noch das Gefühl, da war ein ganzer Fall bei, wo ich sagte, ja, der war alles in allem gar nicht so gelungen. Das finde ich mittlerweile nicht mehr so. Also mittlerweile nee, das nicht. Gibt's genau. Immer mal wieder ein Rätsel, wo man sagt, ja gut, das war jetzt unnötig. Genau, sage ich ja, immer ein Rätsel, ja. Mhm. Genau. Aber anfangs waren es für mich tatsächlich ganze Fälle, von denen ich weniger begeistert war als von den anderen. Ich glaube, der Nautilus war für mich der Schwächste. Ja. Das. Da gehe ich mit. Okay. Ja, dann hätten wir als nächstes die ID-Venture-Reihe. Und da will ich jetzt explizit nicht über die Detective-Stories reden. Sondern die haben ja auch zwei Escape-Room-Spiele rausgebracht. Mhm. Einmal der ungelöste Fall von Sherlock Holmes und das Versteck des Goldgräbers. Auch und noch mehr. In Nürnberg. Und noch mehr. Würdest du die Kinderspiele da nicht auch reinsetzen in die Reihe? Also die kenne ich nicht, die habe ich nicht gespielt. Ja, da hatte ich einen, ja. Ja, gab es zwei von, ja, das Piratenthema. Genau. Und eins war ein Alice-Wunderland-Thema. Genau. Da, Sonja, erzähl erst mal und dann steige ich dann wieder ein. Ja, also es gibt halt einmal so einen ungelösten Fall von Sherlock Holmes. Und man so, das geht natürlich schon wieder ein bisschen mehr so in die Detektivrichtung, aber es waren auch teilweise recht klassische Escape-Room-Rätsel. Das Versteck des Goldgräbers habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig vor Augen. Das vielleicht nicht unbedingt für den Fall spricht, aber grundsätzlich hatten wir damit auch immer Spaß. Im Vergleich finde ich natürlich die Detective Stories dadurch durchaus interessanter. Hm. Wie haben sie dir denn gefallen, Steff? Mir haben die tatsächlich gut gefallen. Und zwar beide. Wobei ich sagen muss, dass sie sich schon eher an erfahrenere Spieler richten. Also ich würde es, glaube ich, niemals Neuling einfach so in die Hand drücken. Und bei denen merkt man halt auch schon, ist es von der Aufmachung her ein bisschen zurückgesteckt. Also das sind einfach so, ja, Umschläge oder wie nennt man denn die, wo man einfach so Bewerbungsmappen fast, ja, so sehen die aus. Ja. Und da sind halt die Materialien drin. Also die sind dann wieder ganz schon okay aufgemacht, aber man sieht halt irgendwie, dass das so eher, ja, Handarbeit ist, in Anführungszeichen. Mhm. Gefallen haben die mir aber. Weil die haben nämlich auch schon eine Geschichte erzählt. Also tatsächlich kam da was vor. Mhm. Und durch diese App-Anbindung konnte ich eben auch immer Sachen eintippen und dann wurde was Neues lesen und wurde ein bisschen so durchgeführt. Wenn ich an Verstecktes Goldgräbers nicht mehr erinnerst, da fand ich die Rätsel sehr thematisch. Dass da wirklich immer darauf geachtet wurde, okay, welches Claim konnte der sich hier nur abstecken und in welchem Jahr ist es denn passiert? Und ja, wie soll ich, das haben die nämlich eigentlich ganz, ganz schlau gemacht. Da hat man auch so eine Landkarte drin gehabt, mit der man viel arbeiten musste. Genau. Welche Orte ausschließen. Ja, doch. Die waren nämlich, also ich finde, dass die ein bisschen untergegangen sind und das haben sie eigentlich nicht verdient. Die brauchen sich von den anderen eigentlich gar nicht so sehr zu verstecken. Aber halt die Aufmachung, wie gesagt, ist das. Und eher halt schon die, die komplettieren wollen und halt alle Escape-Spiele spielen wollen. Also. Genau, und also die nehmen, woran ich mich erinnere, nehmen auf jeden Fall die Spieler am wenigsten an die Hand. Wie du ja auch schon sagst, genau, für erfahrene Spieler, weil es da halt nicht, so wie beim Exit, da bekommt man gleich zu jedem Rätsel irgendwie zwei Hinweise, eine Lösung. Und hier ist halt schon, man bekommt einfach nur so quasi, wie auch bei den Detective-Stories, einfach einen Haufen hingeworfen. Hier findet man was raus. Mhm. Aber ich glaube, mit der App kam ich nicht so richtig gut zurecht. Mhm. Ja. Die hatte an ein paar Stellen so ein bisschen gehakt. Mhm. Das hatten wir nicht, aber habe ich häufiger gehört. Also da muss irgendwas sein, dass die App schwierig zu bedienen ist, wenn du nicht genau das Wort eintippst, was die halt wollen. Also
Aber wie gesagt, ich hatte kein Problem damit, aber ich habe von häufiger auch schon gehört, dass manche da Schwierigkeiten hatten. Naja, vielleicht bekommen sie jetzt noch ein bisschen Aufwind. Zumindest auf der Spielwarenmesse hatte Pegasus die vorgestellt, dass sie jetzt bei Pegasus in Vertrieb kommen sollen. Also die Detective Stories und auch diese Escape Room Spiele von ID Venture. Schön, das freut mich. Wusste ich noch nicht. Aber seitdem habe ich auch nichts wieder gehört. Was sie auch noch rausgebracht haben, ist ja die Clue Box. Genau. Hast du die auch? Ich habe die wahrscheinlich gespielt. Frage ich eigentlich. Nicht? Nee, okay. Die habe ich nicht gespielt. Deswegen würde ich sagen, hast du die gespielt? Ja, natürlich. Also ich habe das erste Mal davon erfahren auf der BerlinCon. Da kommt man die, hat man die so 2 Minuten in die Hand bekommen, durfte ein bisschen rumprobieren und nach 2 Minuten hat man sie einem weggenommen und gesagt, ja, willst du weiterrätseln, dann kannst du sie kaufen. Und das habe ich auch sofort getan, weil ich da einfach so fasziniert war. Das ist wirklich eine kleine Holzbox, richtig schön handgefertigt. Und es sind halt sehr mathematische Rätsel, sehr technische Rätsel. Und es geht dann wirklich darum, da muss man halt irgendwie was lösen, damit ein Mechanismus sich löst, kann dann etwas rausziehen. Dadurch kann man an einer anderen Stelle vielleicht ein Rädchen drehen, kann dadurch wieder ein Rätsel lösen. Das fand ich sehr gelungen. Aber ist doch so ein Solo-Ding, oder? Genau, also wir haben es zu zweit gespielt, aber auch eher im Sinne von einer macht und guckt die Box und dann überlegt er vielleicht ein bisschen, gibt dem anderen die Box, aber ja, ansonsten ist es für eine Person. Mhm. Maximal 2, wenn überhaupt. Aber die ist einfach mit so viel Liebe zum Detail auch produziert und das fand ich einfach schön. Und am Ende kann man sich auf so einer Webseite eintragen, wer das gelöst hat. Das war auch so ein bisschen belohnt. Also das fand ich rundum eigentlich gelungen. Vielleicht hätte man es ja nach 2 Minuten schaffen können auf der BerlinCon. Du hast es nur nicht geschafft. Das glaube ich nicht. Genau. Also Arne, du hast die beiden Kinder. Ich habe das ein Kinderspiel hatte ich mal zum Kindergeburtstag mal mir rangeschafft, was tatsächlich nach hinten losging, weil das nicht so gut funktioniert hatte. Wahrscheinlich war es war eine Mädelsgruppe. Das war, glaube ich, es müsste der 8. Geburtstag gewesen sein. Es steht auf der Webseite gerade, ich bin gerade auf der Webseite, es steht halt, die ist für Kinder ab 9 geeignet und die haben halt keinen Einstieg gefunden. Es war aber relativ niedlich gemacht, weil du konntest halt immer, also es gab da auch die App-Anbindung, ich habe dann halt die YouTube-Videos auf dem Fernseher abgespielt, damit die Mädels dann halt immer so Hinweise kriegen konnten, aber die waren irgendwie nicht so aufnahmebereit dafür. Dann ist das Ganze, also die sind da nicht eingetaucht in das Spiel und deswegen hat das dann gar nicht funktioniert. Das Besondere daran ist eben, dass der Escape-Raum wirklich aufgebaut wird. Das heißt also, da ist in der Küche irgendwas beim Wasser und da ist so ein Rätsel dafür und dann ist da hinten noch, und sie haben wirklich so einen Raumplan aufgezeigt. Ich habe neulich noch einen Stern von der Decke abgenommen. Der ist seit 2 Jahren auf dem Flur in der Ecke. Den habe ich jetzt neulich ab. Also du präparierst halt so ein bisschen deine Wohnung und dann kannst du halt die Kinder irgendwie durch die Wohnung scheuchen und dann müssen die halt Dinge finden und das dann zusammenpuzzeln. Also es ist schon eigentlich eine coole Idee, also weil du halt wirklich alles, den ganzen Raum oder die ganze Wohnung oder das ganze Haus einbeziehen kannst. Aber es hat bei den Mädels, vielleicht ist es jetzt, wäre es dieses Jahr jetzt irgendwie passender jetzt zum 10. Geburtstag, aber dann probier doch die Piraten nochmal. Nee, die will ich glaube ich auch gar nicht feiern dieses Jahr. Ich weiß es gar nicht. Wobei ich gerade für jetzt Kinder in dem Alter, jetzt ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, würde ich mir aber gar keine vorgefertigten Spiele kaufen, weil wir hatten das vor einem Jahr oder jetzt anderthalb Jahren bei meiner Tochter zum Kindergeburtstag gemacht. Ne? Wir haben einfach einen Detektivgeburtstag gemacht und dann hier in der Umgebung verschiedene Umschläge versteckt und in jedem Umschlag war halt ein Rätsel drin. Ja? Und bei den Kindern sind es ja tatsächlich die einfachsten der einfachsten Rätsel, die du da machen musst, die überhaupt schaffen. Und da würde ich gar nicht auf was Gekauftes zurückgreifen an der Stelle. Du weißt doch aber, wie Eltern sind. Man muss das alles aus einer fertigen Box kaufen.
ja, für Kinder macht es wirklich auch tatsächlich Spaß, das sowas zu machen, weil wenn die dann einmal da drin sind und dann auch mit einbezogen werden und tief drin sind, dann gehen die auch ab. Na, dann wissen die auf einmal, ja, der nächste Hinweis liegt und dann müssen sie rausfinden, wo. Und sobald der Erste nur eine Ahnung hat, wo es hingeht, rennen die ja schon los wie die Wilden. Und wenn du dann noch so Gimmicks einbaust wie, die müssen jemanden anrufen, um an die um die Lösung zu kommen, dann wird das schon wieder spannend. Ja, wie gesagt, ich möchte das nicht schlecht reden, ich habe sie nicht gespielt, aber gerade bei Kindern kann man da auch viel selber machen. Und es halt auch auf die Kinder anpassen, ne? Weil dann, wenn du sie kennst, kannst du da den Schwierigkeitsgrad natürlich auch entsprechend machen. Ja, du kannst natürlich dann auch noch Gimmicks für jedes Kind dann selber einbauen. Aber das ist, bringt uns jetzt, glaube ich, gerade zu weit weg vom Thema, oder? Ja, es sind auch Escape Rooms. Ja. Okay, aber weiter. Sonja. Ja, dann wären wir, glaube ich, bei Abacus-Spiele, die ja die Deckscape-Serie rausgebracht haben. Deckscape als Verbindung aus Kartendeck und Escape. Da hat man wirklich nur ein dickes Kartendeck. Zum Teil wird das Kartendeck in verschiedene Stapel aufgeteilt. Dann kann auch, wenn mehrere Spieler mitspielen, jeder sich so einen Stapel schnappen. Es ist insofern ein bisschen fehleranfällig, weil man hat halt auf der Vorderseite das Rätsel und auf der Rückseite die Antwort. Und man muss sich halt überlegen, okay, was kommt hier wohl raus, dreht es dann um und wenn es dann falsch ist, dann war es halt falsch, dann darf man sich vielleicht noch irgendwo ein X markieren als Fehler oder ähnliches. Und man muss halt auch darauf achten, gerade wenn man es so herumreicht, dass man halt wirklich immer nur von oben guckt und nicht die Unterseite irgendwie den anderen Spielern entgegenstreckt. Von der Rätselqualität sind die auch sehr unterschiedlich. Also vor allem auch innerhalb so einem Kartenstapel. Da sind manchmal ganz, ganz einfache Rätsel, die liest man einfach und dann hat man sofort die Lösung. Manchmal sind auch ein bisschen unlogische Rätsel oder Rätsel, wo die Antworten nicht so direkt klar sind, was man da genau von einem wollte. Aber auch diese machen mir immer wieder Spaß. Manche mehr, andere weniger, aber da freue ich mich eigentlich auf jede neue Box. Also ich fand auch das Grundkonzept, fand ich dabei eigentlich ganz cool, weil du tatsächlich irgendwann sagst, okay, wir einigen uns jetzt auf eine Lösung, die ist jetzt entweder richtig oder falsch. Na, du kommst nicht ins Raten oder sonstiges, sondern sagst halt, das ist es und dann guckst du halt nach. Ich glaube, das ist, ich glaube, viele haben das kritisiert, dass das so ist. Ich glaube aber gerade für Einsteiger oder für Leute, die dann einfach auch weiter wollen, an einer bestimmten Stelle, ist es schon recht hilfreich so gewesen. Weil wenn du Leute hast, die dann frustriert einfach nicht weiterkommen und dann Lösungshinweise nacheinander abklappern müssen, um dann endlich weiterzukommen, ist es halt hier, okay, du entscheidest dich, guckst nach, ist es richtig, wunderbar, ist es falsch, okay, Rätsel falsch, Strafpunkt in Anführungszeichen, aber dann geht es auf jeden Fall weiter, du hängst nirgendwo fest. Was ich da auch gelungen fand, gerade in Bezug auf die Strafpunkte, da habe ich mich halt am Anfang dolle dran gestört. Und in späteren Teilen ist es so, dass es auch immer wieder Möglichkeiten gibt, Strafpunkte streichen zu lassen. Und da ist es ja auch oft so, dass man zum Ende hin vielleicht eine kleine Entscheidung treffen muss. Gehe ich jetzt Weg A oder Weg B? Und je nachdem, über was ich mich entscheide, habe ich da die Möglichkeit, nochmal quasi ein bisschen bei den Strafen zu korrigieren und da weniger Punkte abgezogen zu bekommen. Das finde ich dann wieder ganz okay, dass man halt schon weiß, okay, ich nehme jetzt vielleicht ein X in Kauf, aber möglicherweise habe ich ja die Möglichkeit, das später nochmal zu korrigieren. Das finde ich nicht so bestrafend, als zu wissen, okay, jetzt habe ich ein X und da werden mir am Ende auf jeden Fall Punkte abgezogen. Weil am Ende gibt es ja so eine Punkteberechnung, wie gut man war. Ich persönlich finde sowas durchaus interessant. Also ich könnte es jetzt nicht spielen und mir sagen, ja, es ist mir egal, was da am Ende rauskommt. Ich habe dann schon den Ansporn, dass ich da auch möglichst gut rausgehen möchte. Und von daher finde ich es gut, wenn ich weiß, ich habe die Möglichkeit, auch so ein X dann nochmal korrigieren zu lassen. Hardcore Sonja. Ich wollte auch gerade nachfragen, wie wichtig ist euch das, das Spiel, weiß ich nicht, innerhalb der 60 oder innerhalb der gegebenen Zeit zu schaffen oder mit maximaler Punkte- oder Sterneanzahl?
weil wir für uns oder ich für mich habe mittlerweile abgehakt, zu sagen, ich möchte das Maximum erreichen. Ich bin einfach froh, wenn wir alle Rätsel gelöst kriegen und wenn es halt 1,5 Stunden oder 2 Stunden dauert, dann ist das einfach so. Ich mache mir diesen Druck nicht mehr, weil wir haben das eh nicht geschafft immer. Wir sind irgendwo immer gescheitert und es gab immer irgendein Rätsel, was uns dann auf einmal 20 Minuten Zeit gekostet hat und dann habe ich mich so geärgert, dass wir dann schon wieder nicht unter 60 Minuten gemacht haben. Ich dachte, okay, es ist egal. Wir freuen uns einfach, dass wir einen schönen Abend hatten, viele Rätsel gelöst haben, das eine oder andere vielleicht auch nicht, aber wir haben es einfach durchgestanden zusammen. Genau, da bin ich bei dir. Also, dass es egal ist, könnte ich nicht sagen. Wenn es eine Zeitvorgabe gibt, also mich stört es nicht, wenn es keine Zeitvorgabe gibt. Wie wir vorne schon gesagt hatten, man ist ja ein bisschen davon weggekommen, wirklich zu sagen, man hat jetzt irgendwie 60 Minuten Zeit, aus dem Raum zu entkommen. Häufig sind es ja eher Geschichten, die erlebt werden. Und dann ist es, also wenn da auch keine Zeitvorgabe gibt, man keine Zeit stoppen muss, dann ist es mir auch egal. Wenn Zeit gestoppt wird, habe ich schon den Anspruch, drunter zu bleiben. Wobei wir jetzt für uns gesagt haben, uns ist es wichtiger, die Rätsel alleine zu lösen. Also es gibt ja die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, wir wollen es unbedingt in unter 60 Minuten schaffen, zum Beispiel bei den Exitboxen, und dann nehmen wir halt auch Hinweise, einfach damit wir diese Zeitvorgabe halten können. Und da sind wir anders und wir sagen, okay, wir wollen es, für uns ist wichtig, dass wir möglichst alleine drauf kommen. Und wenn es dann halt länger dauert, dann ist es halt so. Bei mir hat da ein Umdenken stattgefunden. Also gerade die realen Escape-Räume am Anfang war ich sehr motiviert, eine gute Zeit zu haben. Und spätestens dann, als wir die ersten Räume in unter 30 Minuten hatten, haben wir halt wirklich gesagt, okay, was bringt uns das jetzt noch? Wir genießen es ja gar nicht mehr. Wenn es nur darauf ankommt, schnell, 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 also gar nicht mehr irgendwie alles zu sehen und jeder teilt sich auf und löst die Rätsel, man kriegt gar nicht mehr alles mit in den Räumen, sind wir jetzt völlig davon weggekommen. Und nur noch, also wir wollen den schon schaffen in der gegebenen Zeit, aber es geht eher darum, jeder kriegt auch alles mit und jeder hat Spaß dabei. Und so ähnlich ist es bei den Spielen jetzt eben bei mir auch. Und viele kritisieren die Deckscape-Spiele eben, was ich vorhin gesagt habe, mit der Rückseite, dass man es eben so nachsehen kann. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Und zwar auch deswegen, weil ich den Vorteil darin sehe, dass diese Deckscapes super in der Schule zu spielen sind. Denn sie haben sehr einfache, klare Regeln. Die haben nämlich weniger Regeln als einen Exit. Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe Exit auch in der Schule gespielt. Die müssen das erstmal checken mit dieser Scheibe und dann mit dem Nachgucken in dem Deck. Da muss man mich auch noch doppelt nachschauen nach den Karten. Das muss man erstmal alles erklären. Deckscape nicht. Das lege ich einfach hin. Und das habe ich tatsächlich in verschiedenen Sprachen gekauft, sodass man es halt auch im Fremdsprachenunterricht einsetzen kann. Und die legt man einfach nur hin und die schafft man in einer Doppelstunde. Also eine Doppelstunde sind dann 1,5 Stunden. Und da schaffen die das, ohne dass man wirklich viel erklären muss. Deswegen mag ich die inzwischen auch. Also genau dafür eben. Leider haben sie auch immer wieder schwache Rätsel dabei. Das ist so, das kriegen die auch irgendwie nicht raus. Es ist immer ein Rätsel dabei, wo man sagt, ja, ist es das jetzt? Und soll ich nachgucken hinten? Mhm. Weil das irgendwie. Und wir haben jetzt dann eingeführt, okay, es guckt einer nach und sagt dem anderen dann, ob es wirklich so war oder ob man draufkommt oder ob es wieder so ein doofes Ding war. So kann man es ja auch lösen. Und meine Empfehlung hier, wer sich mal angucken will bei Deckscape, ist für mich der stärkste Fall, mit Abstand hinter dem Vorhang. Das ist so eine Zauberer-Thematik, die auch wirklich super eingebunden ist. Und da geht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nochmal an den Jan von der Brettspielerunde die Aufforderung raus, dass er den noch erledigen soll. Denn ich habe es ihm schon mehrfach gesagt und er tut's nicht. Sanna, du wolltest das sagen? Ja. Achso, genau, wir machen das auch so. Also wir spielen die zwar meistens zu zweit, aber machen es dann auch so, dass nur einer erstmal guckt und dann Hinweis gibt, der sagt, ja, ist lösbar, und dann denkt der andere vielleicht noch ein bisschen nach. Ja, okay, genau. Und was ist dein Lieblingsfall? Ich überlege gerade, also mit dem Zauberding, da war ich, glaube ich, gar nicht so richtig zufrieden. Ich glaube, der Fluch des Sphinx hat mir ziemlich gut gefallen. Mhm. Und auch dieser Abenteuer. Wie hieß der denn nochmal? Ja, ich weiß, welchen du meinst. Den Inka oder den Dschungel? Genau. Ja.
Da haben mich ein paar Sachen dran gestört. Also gerade dieses, dass man Strafen bekommt und dass man es machen kann. Und am Anfang einfach sehr viele Rätsel hat, wo man einfach nur so Irrgarten durchgehen muss. Das fand ich bei denen stört. Aber da fand ich nette Ideen gehabt. Ich fand es halt auch gut, also das merkt man auch, dass sie halt von Mal zu Mal sich irgendwie was Neueres einfallen lassen. Dann ist da irgendwie mal ein Blatt Papier irgendwie, ja, das war glaube ich doch bei diesem Zauberfall, wo man dann so ein bisschen zusätzliches Material hat, außerhalb des Decks auch nochmal. Oder ja, dass man das Charaktere wählen kann. Und bei dem Dschungel war es ja so, dass man sich auch überlegen musste, okay, ihr könnt jetzt nicht alles mitnehmen, müsst euch entscheiden, nehmt das oder das. Und je nachdem, welche Entscheidung man getroffen hatte, hat man dann später andere Hinweise oder andere Unterstützung bekommen. Diese Elemente fand ich dann immer besonders interessant. Und das hatten wir vorhin gar nicht gesagt, das macht Unlock ja zum Beispiel auch. Also die sind ja auch weggegangen von nur 3 Kartenstapel und packen mittlerweile in die Box auch immer noch mal ein Plakat oder ein Heftchen dazu. Also dass man wirklich auch weggeht von diesem reinen Kartendeck. Also die Deckscape, die stehen schon im Schatten von den anderen, muss man schon ganz klar sagen. Ja. Aber sie sind besser, finde ich, als ihr Ruf. Also manche tun ja so, als, als wären die gar nicht, und das finde ich halt nicht. Also die sind wirklich schon noch empfehlenswert. Ja, finde ich auch. Ja, ich hatte immer so das Gefühl, dass diese Deckscape-Reihe mal so dieses, ich will jetzt nicht sagen, das schwarze Schaf, sondern so ein bisschen belächelt ist. Also so ein bisschen genau, so, doch. Es galt nicht so als cool, jetzt so ein Deckscape zu spielen, sondern man sollte lieber irgendwie eine Exit spielen, also von Kosmos. Sondern ich mag diese Abacus. Naja, okay, ich finde das Konzept cool. Ich habe auch 2 Fälle gespielt. Die schwanken ja auch so ein bisschen in der Qualität, aber es ist ja auch bei allen, dass sie, es gibt stärkere Fälle, es gibt schwächere Fälle, aber ich finde dieses, wie du sagtest schon, Stefan, dieses relativ klare und wenig Regeln, also du kriegst das relativ schnell gespielt. Machen weiter? Ja, und du kannst bei denen ja auch quasi dieses direkt Losspiel machen. Ne? Du legst diesen Kartenstapel genau in die Hand, auf den Tisch und du deckst die erste Karte um, da steht die Regel. Es gibt kein Regelheft oder sonstiges, sondern hier, da ist der Stapel Karten, der erste beginnt vorzulesen. Genau, das meine ich. Oh. Ja, kannst dich dazusetzen quasi, wenn du den Leuten das beibringst und die können einfach von alleine loslesen, legen, die musst du denen nichts erklären. Dann weiter im Text. Ja, René, da kannst du gleich mal weitermachen zum nächsten. Solltest du auch was sagen können. Was haben wir da? Das sind die Disturbia-Fälle, ne? Meinst du jetzt? Genau. Ja, Homunculus von einem Anna. Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ich hasse dieses Homunculus. geht im Rheinland nicht. Im Rheinland geht das nicht. Da können wir solche Worte nicht aussprechen. So, aber da gibt es bis jetzt ja die 2 großen Boxen und ein kleines Heftchen, das sich irgendwie Pocket nennt. Davon haben wir jetzt den ersten durchgespielt. Den fand ich, das Schöne daran war, es war sehr thematisch. Sie hatten, also der Kniff, den die sich haben überlegt, ist, dass jeder einen Charakter spielt, der je nach Situation Informationen bekommen kann, die andere aber nicht bekommen können. Das haben sie dann dadurch gelöst, dass dann entsprechend von dem Charakter an dem Rätseln die so eine Sprechblase war mit seinem Porträt und dann konnte man auf seiner Karte nachgucken und dann hat man quasi einen Hinweis bekommen zu diesem Rätsel, den er aber sonst nicht bekommen hat. Die waren, fand ich, nicht immer sehr hilfreich oder nützlich. Manchmal war es auch einfach nur, oh, da ist eine Tür. Ja, die sehe ich auch, die Tür. Der Hinweis war doof. Aber das fand ich einen ganz netten Hilf. Und es ist, wie gesagt, es war sehr thematisch. Es gab diese Hintergrundmusik dafür. Das fand ich eigentlich ganz gelungen. Beim zweiten Fall sind wir einfach grandios gescheitert und müssten den nochmal komplett neu starten, weil wir einfach da mit diesen, das spielt im Casino und sie ziehen diese Casino-Thematik mit Karten und mit allem möglichen Schnickschnack auch voll durch. Fand ich gut, aber wir sind voll gegen die Wand gelaufen und müssen wir auch das nochmal resetten, neu starten und dann weitersehen.
Und von daher kann ich nur den ersten Fall jetzt bewerten, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und also, wie gesagt, es gibt halt diese komplette Welt, die sie sich da aufbauen. Und die beiden Fälle sind auch noch miteinander verbunden. Storymäßig. Mhm. Ja, und was hast du geschrieben? Im Sommer kommt jetzt, oder jetzt bald müssen wir in die dritte Box kommen. Genau, die ist angekündigt. Sie sollte eigentlich zur BerlinCon erscheinen. Der Verlag wollte ja auch selber erstmalig auf der BerlinCon auftreten und da auch mal Kontakt zu Spielern suchen, was jetzt leider ausfällt. Aber ich freue mich drauf. Also mir hat die Serie Spaß gemacht. Thematisch sind wir hier auch schon wieder irgendwie an der Grenze zum Detektivspiel. Mhm. Es gibt diese Escape Disturbia-Welt, so ein bisschen Unterwelt, diese Machenschaften. Und wir sind ja auch als Detektive unterwegs. Ich fand dann aber doch, gerade in der ersten Box, von den Rätseln waren es dann doch eher klassische Escape Room-Rätsel. Also wie es auch in so einem Escape Room oder halt analogen Escape Room-Spiel erwarten würde. Steff, hast du die auch gespielt? Ja, also ich glaube sogar alle drei gespielt, ja auch das Pocket. Ich fand den ersten noch ganz solide. Also die Welt selber hat mich nicht überzeugt. Da wird so eine eigene Welt aufgebaut. Aber die fand ich sehr künstlich. Und ich fand den eigenen Charakter zu spielen eine super Idee. Die hat auch mal ab und zu Kommentare gegeben. Aber es war mir viel zu wenig eingebunden. Und dann sagen sie teilweise wirklich noch belanglose Sachen. Da hätte ich es schöner gefunden, sie hätten weniger Charaktere genommen und dafür die irgendwie mehr Substanz gegeben. Dass ich dann noch mehr, ich habe irgendwie dieses eine Mädchen, was so ganz schludrig irgendwie angezogen ist und das fand ich eigentlich witzig und dann kam die mir eigentlich zu wenig vor, für das es dann ist. Mhm. Und insgesamt ist es so, dass ich dann gesagt habe, ja, die Rätsel waren nicht solide, wie du gesagt hast, irgendwie klassische Sachen, hat nette Ideen gehabt, aber es wäre nichts, wo ich jetzt wirklich sage, oi, das müsst ihr euch angucken, weil da ist das und das jetzt so neu gemacht worden und das sticht irgendwie raus, sondern es ist eher was es halt auch gibt, was man spielen kann. Und der zweite hat mich nicht überzeugt. Also das hieß Falsches Spiel im Casino. Toll war, dass die Charaktere jetzt vertont haben in der App. Also die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und das war auch wirklich professionell vertont und die App auch gut eingebunden haben. Aber ganz viele Rätsel sind doch über das hinausgeschossen, was man eigentlich so gemeinhin von Spielern erwartet. Also wir haben es schon noch geschafft, aber da waren schon Sachen auch dabei, wo man dachte, boah, das ist aber schon happig gewesen, was die gerade von uns alles verlangt haben und das war schon anstrengend. Und das hat auch nicht alles so gut funktioniert mit der App. Also da gibt es so eine Mechanik, die eben eigentlich eine gute Idee war, aber hat nicht, musste man mehrmals probieren, bis es dann funktioniert hat, um es mal so zu sagen. Sodass ich halt den ersten noch okay finde, den zweiten nicht empfehlen kann. Und das Pocket hat mir gar nicht gefallen. Das habe ich tatsächlich abgebrochen. Also das... Oh, okay. Ja. Also ich fand die Boxen auch sehr viel besser als das Pocket. Beim zweiten Fall ist es uns passiert, dass wir quasi in den letzten Raum, also man ist ja in so einem Casino und kann sich da in einem Raum aufhalten, dann muss man irgendwas lösen oder irgendwas machen, damit man durch die Tür kommt. Und wir sind da durchgekommen, wir waren eigentlich der Meinung, wir haben das korrekt enträtselt. Also wir haben jetzt nicht einfach gesagt, wir gehen jetzt da durch und gucken uns jetzt den nächsten Raum an, sondern wir hatten schon das Gefühl, wir haben hier ein Rätsel für uns, wir haben eine Lösung und die Lösung führt zu dem nächsten Raum. Und dann gibt es aber so eine kleine Geschichte, was in dem Raum zu sehen ist. Und das hat aber gar nicht zu dem Stand gepasst, den wir gerade hatten im Spiel. Weswegen wir nochmal zurück sind und uns tatsächlich nochmal weiter umgeschaut haben und dann auch gemerkt haben, dass wir quasi abgekürzt haben. Also wir haben ein Rätsel übersprungen, sind aber auf den richtigen Code gekommen. Ja. Das fand ich halt sehr unglücklich. Ja. Und sowas sollte halt nicht passieren dürfen. Ja. Die sind sehr ambitioniert. Also das sehe ich auch und den gebe ich auch gerne noch mal eine Chance, also wenn dann der dritte auch kommen sollte. Aber jetzt muss das auch mal, ja, auch mal wirklich gut sein, sodass ich wirklich danach auch sage, ja, das war jetzt richtig, ich hätte irgendwie alles gestimmt oder so. Und das fehlt mir dann noch. Ja, alle guten Dinge sind drei. Genau, und die anderen haben ja auch ein bisschen gebraucht, bis sie dann soweit waren. Also wenn ich meinen Unlock anschaue zum Beispiel. Genau, und von der Pocket-Serie, da wollen sie ja jetzt irgendwie 3 pro Jahr rausbringen. Also da sollten zumindest die Vor-Corona-Planung war, dass halt diesen Sommer noch 3 Stück erscheinen sollen. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen, wobei ich von dem ersten auch eher enttäuscht war. Da war halt ein Rätsel drin, wo ich wusste, da muss ich jetzt so viel Arbeit reinstecken. Ich weiß, was zu tun ist, aber es ist nur eine Fleißarbeit. Und dann habe ich gesagt, nee, das
mache ich nicht. Ich weiß genau, welches du meinst. Und ja, wir sind da auch hinten und also wir haben es gemacht, wir haben da ganz lange dran rumgebastelt, aber wir sind nicht auf das richtige Ergebnis gekommen. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, also wo ich sonst dachte, haben wir eigentlich den Ansporn, möglichst ohne Hilfen hinzukommen. Und da haben wir dann irgendwann kapituliert und gesagt, komm, wir gucken uns jetzt hier an, wie wir weiterkommen. Und aber das ist doch dann, würde ich sagen, ein klassischer Designfehler, ne? So ein Rätsel, wo du, weiß ich nicht, ganz viel Arbeit erledigen musst und dann die Fehlerwahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es dann falsch ist. Das war dann wahrscheinlich die falsche Entscheidung, auch an der Stelle sowas zu machen. Ja, es ist halt eine Rätselkunst, muss man sagen. Also gute Rätsel zu machen, ist eine Kunst. Und deswegen mag ich ja die Excel auch am liebsten, weil das halt da wirklich, da weiß ich, das ist richtig, richtig durchgetestet und sich genau überlegt, da ist alles durchdacht, warum irgendwas so ist, wie es ist. Das schätze ich daran eben. Okay, dann geht's weiter. Ja, dann kommen wir schon zu den Sachen. Oder René, möchtest du? Ja, ich möchte eine Sache kurz, weil ich nicht weiß, ob wir das jetzt übersprungen haben oder ob das bewusst ausgelassen hattest, und zwar die Escape Tales. Oder wolltest du darüber nicht sprechen? Doch, die habe ich oben bei Cosmos mit reingenommen. Die haben wir vorhin übersprungen, weil wir so viel über Excel gesprochen hatten. Ich habe ja auch in unserer Liste hier ein bisschen nach Verlagen sortiert. Und das ist jetzt untergegangen, weil der Verlag halt noch eine zweite Serie neben Exit quasi begonnen hat. Aber ja, chronologisch müsste das schon längst rankommen. Ja. Dann lass uns da nochmal kurz drüber sprechen, weil ich mit meinem Feedback da noch nicht weiß, wo ich da hin soll. Ich fand von der Aufmachung her storymäßig klang das alles ganz spannend. Es ging ja so als Vater von einer im Sterben liegenden Tochter, kannst du irgendwie in ihren Geist eindringen und versuchst sie dann da quasi zu retten. Da war auch so ein Heftchen mit dabei, mit einer dicken Story, die du dann immer lesen konntest. War das nicht sogar, dass in der App das vorgelesen wurde? Ja, ne? Nee. Nee, dann war es nicht. Später bei den Adventure Games, glaube ich, erst. Ja. Na, auf jeden Fall war da dann eine Story dabei, das fand ich auch ganz gut. Und auch so die ersten ein, zwei Räume, die man dann lesen müsste, fand ich ganz spannend, weil du hier diesen Aktionsmechanismus hast, du hast also eine Anzahl von Aktionsscheiben, wo du dich quasi in deinem Raum, der ist so einem Raster aufgeteilt, entscheiden kannst, was gucke ich mir denn jetzt gerade mal an? Na, da gibt es verschiedene Ecken, wo du denkst, da liegt irgendein Buch. Dann gucke ich mir mal das Buch an. Und da hinten liegt irgendeine komische Kerze, dann gucke ich mir mal die Kerze an. Und dann findest du, was ich in das Buch kannst du nicht lesen, wenn du kein Licht hast. Ah, dafür war die Kerze da. Dann hast du die Kerze irgendwie als Gegenstand und so weiter. Fand ich ganz gut. Aber dann rätselt man sich in den nächsten Raum und rätselt man sich in den nächsten Raum und es wurde immer länger und die Story war so bleiern, schwer und kam irgendwie nicht aus dem Pott, sodass wir es erstmal quasi abgebrochen haben und nicht motiviert waren, es irgendwie weitermachen zu wollen. Wie war das bei euch? Also wir haben es in eins durchgespielt, ich glaube in einer kleinen Essenspause, weil es ja schon auch einige Zeit dauert, bis man da das Ende erreicht hat. Mhm. Ja, thematisch ist es halt nicht so mein Thema. Es war ja sehr, sehr düster und auch sehr, sehr mystisch. Ich fand es aber an sich gut, dass sich ein Spiel mal traut, eher so ein Thema zu verwenden. Was mich mehr gestört hat, also diesen Aktionsmechanismus fand ich an sich auch gar nicht verkehrt. Für mich war es aber nicht immer eindeutig von dem, man hätte so eine kleine Abbildung und dann mehrere Bereiche, denen man sich näher umschauen kann. Ich fand es nicht eindeutig genug zu erkennen, was ist jetzt wirklich interessant und was nicht. Und wir haben ganz oft lange diskutiert, welche Teile des Raums wir uns anschauen. Und im Endeffekt wäre es genau umgekehrt gewesen. Und das fanden wir jetzt so eine Art der Bestrafung, die uns nicht so gefallen hat.
auf jeden Fall eine berechtigte Kritik. Ja, also dass er dann eigentlich sehr durch den Raum stolpert und einfach in die eine Ecke sucht und man denkt sich, da war es noch eine Schachtel oder irgendwie sowas und dann wird man bestraft vom Spiel, weil da eigentlich gar nichts drin ist oder so. Das haben sie nicht gut gelöst, da gebe ich dir auch recht. Tatsächlich bin ich ein großer Fan von Escape Tale The Awakening. Ich habe es zweimal gespielt mit unterschiedlichen Gruppen, weil ich halt unbedingt wissen wollte, wie auch eine andere Version dieser Geschichte gehen kann, wenn man durchgeht. Weil es werden sehr viele Entscheidungen gestellt, die moralisch sind. Also wo man wirklich sagen muss, okay, wie geht das Ganze aus? Was ist da wirklich jetzt passiert? Da ist schon was Tolles im Hintergrund aufgebaut worden. Und es war halt so düster und so ein bisschen beklemmend. Es kann man ehestens wie so eine Folge Broken Mirror vergleichen. Auf dem Niveau ist es eben gewesen. Und das waren jetzt wieder die Rätsel, die mich hier an der Stange gehalten haben, sondern tatsächlich, wofür entscheiden wir uns? Wofür entscheidet sich die Gruppe? Also wem vertraut man oder in welche Richtung möchte man gehen und wie wirkt sich das aufs Ende aus? Und das hat für mich, also ich habe es ganz anders wie bei dir gehabt, René. Ich habe das gespielt mit einem Freund und wir haben es stehen lassen und am nächsten Tag weitergespielt, weil wir beide, und haben davon auch geträumt, haben wir beide nachgesagt, also diese Geschichte hat uns so mitgenommen und wir wollten den nächsten Tag weiterspielen, wir wollten wissen, wie es eben weitergeht. Mhm. Das ist jetzt weniger Qualität im Sinne von den Rätseln oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich worauf läuft das Ganze hinaus? Was ist hier passiert und wie wird das Ganze enden? Ja, ich fand es halt einfach zu lang. Ja, es hätte kann ich verstehen. Kürzer sein können. Ja. Oder einen Punkt haben können, wo du sagen würdest, so, hier hast du die Hälfte erreicht, das weiß ich nicht, nach anderthalb Stunden oder so. Hier kann man einen guten Break machen. Ne, weiß ich nicht, da gibt es auch, weiß ich nicht, eine Halbzeitwertung oder was auch immer. Aber ohne einen richtigen Mechanismus zu sagen, so hier stoppen wir jetzt. Und ja, fanden wir dann halt nicht befriedigend. Vielleicht starten wir nochmal neu. Es ist auch so, das ist interessant, bei Escape Tales The Awakening war es bei mir so, dass ich mich Rätsel manchmal genervt haben. Dass ich eigentlich wissen wollte, wie es weitergeht und jetzt kommt ein Rätsel. Und das ist ganz bezeichnend, glaube ich, für die Serie halt. Das ist halt bei den anderen so gewesen, dass stehen immer die Rätsel mehr im Vordergrund. Und hier war es tatsächlich so, ich wollte wissen, wie es weitergeht oder was kommt als nächstes, was bedeutet das alles und sowas. Und das hat für mich halt so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Aber es funktioniert nicht bei jedem. Also ich habe auch Gruppen gehört und die gesagt haben, ich glaube, das ist so ein 0-1-Ding. Ich kenne keinen, der sagt, das ist okay. Für mich waren immer die Leute, die gesagt haben, boah, voll toll, was wir hier erlebt haben und wollten wissen, wie es weitergeht. Und ich kenne auch Gruppen, die völlig gesagt haben, total doof, haben aufgehört oder irgendwie sowas. Ich habe nie jemanden so mittelmäßig da gehabt. Also bei mir ist ganz spannend, ich fand es gut. Aber für mich war, wie gesagt, weil die Thematik der Geschichte mich gar nicht so interessiert. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt wissen muss, wie es weitergeht oder wissen möchte, wie es weitergeht. Für mich war es, ich möchte mich weiter hier durchrätseln. Aber ich bin da thematisch gar nicht so tief hineingedrungen. Interessant. Ich fand das aber für mich persönlich jetzt auch gar nicht schlecht. Also wie gesagt, das Gesamtbild fand ich trotzdem gut. Außer, dass mich halt diese leichte Bestrafung, dadurch, dass man nicht so genau weiß, wo muss man jetzt wirklich drauf achten. Ja, das war nicht gut, ja. Ja. Es gibt noch Escape Tales Low Memory, was bald eigentlich in Deutsch erscheinen müsste. Da habe ich schon die englische Version so zur Hälfte gespielt. Das spielt in der Zukunft und da können eben Erinnerungen gelöscht werden oder eingepflanzt werden. Und das ist eben auch dann spannend, wie das Ganze gestaltet wird. Also was von dem, was wir uns erinnern, ist real und was wurde vielleicht irgendwie geändert. Und der dritte Teil wird dann Children of Wormwoods heißen. Und das ist eher so Dark Fantasy-mäßig. Also geht in die Vergangenheit eher rein und hat da so einen Fall aufgebaut. Aber den kenne ich eben auch noch nicht. Das ist nicht erschienen. Ja, ich hoffe, dass es bald auf Deutsch erscheint, der zweite. Da bin ich dann auch sehr gespannt. Gehen wir zu Moses. Damit sind wir jetzt schon Spielwarenmesse 2020. Und die haben ja zwei Serien rausgebracht. Ich würde sagen, wir beginnen mit der verlassenen Bibliothek. Das ist wieder ein Escape Room, der nur aus Karten besteht. Der auch keine App oder so zur Verfügung hat, sondern man hat einfach nur die Karten. Es sind sehr mathematische Rätsel gewesen. Es sind Rätsel, die teilweise so ein bisschen Vorwissen benötigt haben. Ich fand es so als Knobelei ganz gut, aber als Escape Room hat es mir nicht so gefallen.
Moses war doch ein gutes, ein oder ein okayes und eins, was jetzt nicht so da gut kommen war. Kommen wir gleich zu. Ach so, ich wollte jetzt gerade wissen, welches war. Ja, okay, kann man am ehesten dazu sagen. Für mich ist es irgendwie so Escape Fast Food. Da will man eigentlich nur rätseln und da rätselt man sich halt so durch und danach hat man wieder ein bisschen was von seiner Sucht befriedigt dadurch. Aber es braucht wieder eins. Oh, ich, genau, aber mehr Stoff. Nach einem Tag hat man es eigentlich wieder vergessen, nur weil eins. Dafür plötzlich eine Erinnerung. Das kann man machen, aber ich würde es niemals empfehlen oder sowas, sondern das hat nichts falsch gemacht. Also wie gesagt, mit dem Vorwissen war vielleicht doof, aber ansonsten, das kann man schon mal machen. Aber mehr eben nicht. Also, es ist okay. Oh, wenn man so sagt, es ist okay, das klingt immer so. Nee, weil jetzt kommen wir gleich zum Geheimnis von Grand Hotel. Ja, ich habe mich da letztens schon drüber ausgelassen. Von daher, Steff, lasse ich dir dann. Ich möchte etwas Positives anfangen, weil ich bin ja eigentlich ein grundpositiver Mensch und möchte erst mal sagen. Die Schachtel sieht schön aus, oder was? Ganz tolle Aufmachung haben. Ja. Die ist wirklich gut. Das zieht sich auch durch. Also die ganzen Umschläge und wie die aufgemacht sind, da hat sich ein Grafiker sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und es wurde auch versucht, eine Geschichte aufzubauen. Punkt. Das waren ja eine positiven Sachen. Ja. Und jetzt komme ich zu allen anderen, weil alles andere ist negativ an dem Spiel. Fangen wir an bei den Rätseln. Das war wirklich so, dass ich mir teilweise vorgekommen bin, also meinen die das ernst? Also ist das jetzt, also das ist so auf einem Niveau gewesen, es ist kein echtes Rätsel, keiner braucht Angst haben. Man findet eine Leiche und eine Leiche liegt nebendran Lippenstift und dann wird man gefragt, wer ist der Täter? Die Frau mit den roten Lippen oder das kleine Kind oder der Mann? Und dann denkt man sich, ja, okay, das kann es ja eigentlich jetzt nicht sein und man diskutiert plötzlich und dann, nö, es war dann die Frau. Also es kommt nicht ins Spiel vor, keine Angst, es ist wirklich, aber du weißt, welches Rätsel ich meine, oder? Ja, ja. Und ja. Und dann, wir saßen da auch und dachten, ist das jetzt das Rätsel, das können die nicht ernst meinen. Und dann gucke ich mir nochmal den Umschlag an, denke mir, hat jemand für dieses Rätsel jetzt tatsächlich so einen Raum designt? Und so, dass man da wirklich. Aber so, wenn ihr es nicht empfehlen könnt, dann erzählt es doch einfach mal. Nee, das muss ja nicht sein. Also, ist ja auch egal. Das nächste, was mich gestört hat, war, auf der Verpackung steht 3 bis 8 Spieler. Ja. Und ich habe mir halt wirklich 2 Leute noch gesucht, weil ich dachte, okay, das Spiel wird ja einen Grund haben, warum es nur zu dritt geht. Da wird irgendwas passieren in dem Spiel, sodass man es nur zu dritt spielen kann. Sonst würden die das ja nicht sagen. Und irgendwo sagen sie sogar 4 bis 8 in demselben Spiel. Oh Gott, deswegen hoffe ich nicht 4 am Ende, 3 in die einen. Die haben einmal haben sie 3 bis 8 gesagt, einmal haben sie 4 gesagt. Und es ist halt, ich würde nicht mal sagen, dass es für 3 Spieler ist. Ich würde sagen, das ist maximal für 2. Ja. Also, das hat mich wirklich geärgert. Also, das war so, weil ich habe mir das wirklich, weil ich habe mich so drauf gefreut gehabt und habe mir da die 2 Spieler extra dazu gesucht, die das mitmachen. Und dazu hat mir total leid für die, weil die halt damit auch noch durch mussten. Und irgendwann hat man es halt nur noch drüber gelacht, weil es halt schlecht war. Und René, hast du jetzt Bock darauf? Ich meine, es gibt ja im Fernsehen auch irgendwie auf Tele 5 Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Dass man halt so. Nee, das ist es eben auch. Ja. Genau das ist mein Problem. Es ist nicht schlecht genug, oder was? Nee, was mache ich mit dem Ding jetzt danach? Und ich habe es weggeschmissen. Weil das kann ich nicht weitergeben. Ich kann keinem antun, das zu spielen. Das geht nicht. Ohne schlechtes Gewissen zu haben. Vielleicht sollte man bei sowas, wenn du gerade Schläferz ansprichst, ein Let's Play machen, wo man daneben sitzt und das Ganze kommentiert, was die anderen machen gerade oder machen müssen. Quasi so ein Spieler. Ah, das wäre doch mal. Oder man spielt es selber. René, wir wollten ja zu euch kommen. Ja. Und dann nehmen wir das auf. Nee. Ich würde ja sagen, ich gebe euch mein Exemplar. Das Problem bei meinem Exemplar, es gibt ein Rätsel, dazu gibt es 4 Puzzleteile, die sind in verschiedenen Umschlägen, uns hat ein Puzzleteil gefehlt. Und es sind, glaube ich, sogar 5 Teile. Okay. Aber wir konnten es trotzdem lösen. Also das war aber so ein einfaches Rätsel, dass wir es, trotz dass das Teil gefehlt hat, lösen konnten. Du hast echt alles zurück in die Umschläge danach gesteckt. Die ganzen Teile. Ja. Stefan, das dauert ja auch noch mal so lange. Stefan ist es gleich im hohen Bogen in die Mülltonne. Oh. Also, es ist halt wirklich so ein Problem. Weil ich habe es dann da stehen gehabt und habe immer überlegt, okay, soll ich dir jetzt mitgeben? Und dann habe ich dem halt denjenigen gesagt, ja, aber es ist schlecht. Also das habe ich dann immer gesagt, wollte es natürlich keiner mitnehmen.
Und irgendwann haben wir halt, jetzt steht es hier seit einem halben Jahr oder so und das wird halt immer noch hier rumstehen. Also das ist ein Problem. Und ich finde es halt super interessant, dass es sowas gibt, denn es gibt doch so viele Vorbilder. Ja. Also, wenn zum allerersten Mal sowas passiert, aber ich hab dann grad, kann das passieren. Ich habe gerade ein Coverbild für die Sendung schon nebenbei gemacht, weil ich die Sendung relativ zeitnah online bringen will. Sonja, in deinem Escape Room Friedhof steht das Spiel aber noch. Ja, das bleibt da auch. bleibt da. Also zumindest bis wir ernste Platzprobleme kriegen. Die habe ich ja, weißt du. Und das, also da, ich will das Spiel nicht loswerden. Also, nee, ich habe kein schlechtes Gewissen. Das lasse ich mir von euch jetzt nicht einreden dazu. Also das. Nee, aber zur Aufmachung wollte ich gerne noch sagen. Also ich habe ja schon davon gehört, dass es erscheint. Bei Moses und wir waren dann kurz vor der Spielwarenmesse im Buchhandel und haben uns da so umgeschaut und da haben die immer so einen Tisch mit Escape Room Spielen. Und mit in der Mitte hinter anderen Spielen stand das so und das hat einfach dann auch, ne, von oben so einen Scheinwerfer drauf. Das hat mich einfach angesprochen. Ich dachte so, oh, das kenne ich gar nicht, was ist das? Und ich konnte es auch von den Bildern her gar nicht so zuordnen, dass es jetzt dieses Moses-Ding ist. Das hat mich einfach so von der Aufmachung, von dem Karton total angesprochen. Das sieht edel aus. Habe ich mir auch Rezensionen im Vorfeld schon durchgelesen oder angehört, wo ich mir aber dachte, wie können die Leute so schlecht darüber reden? Das kann doch gar nicht so schlecht sein. Also ernsthaft. Und dann haben wir es gespielt und wir haben uns immer wieder angeguckt und gefragt, ist das deren Ernst, was die uns da jetzt hier unterbreiten? Ach Leute, ihr macht es mir gerade richtig schmackhaft. Das ist echt ein Problem. Nein, dann sollten wir jetzt... Wir sollten weiter. Genau. Ja. Moses. Aber ich finde es halt interessant, dass trotzdem so ein Trend, den es eigentlich gibt, dann plötzlich doch so unterbrochen wird mit etwas, was eben nicht funktioniert. Also es ist eine Kunst. Also es ist nach wie vor so ein Spiel zu kreieren, das funktioniert, ist trotzdem etwas, was man auch können muss. Gebe ich jetzt 17 Euro? Und die haben ja auch schon jetzt einen zweiten Teil angekündigt aus der Serie. Das, ehrlich? Das habe ich nicht mehr. Der Starline Express. Ich glaube, ich muss den spielen. Soll jetzt bald erscheinen, ich glaube im August. Ja, also das ist ja auch meine Sache, wo ich mir denke, die können ja nicht nochmal so was Schlechtes rausbringen. Es muss ja besser werden. Das kann nicht schlechter sein eigentlich, nee. Nee, das sowieso. Ja, super, ihr seid schon wieder neugierig, weil das erste so schlecht war. Guck mal, das zweite. Ich glaube, ich spiele das. Natürlich wirst du es spielen. Ist nicht vernünftig, aber ja. So, weiter. Ja. Ja, ebenfalls auf der Spielwarenmesse angekündigt, die Psychiatrie des Schreckens. Beziehungsweise erstmalig angekündigt wurde es ja schon in Essen, als es auch auf Englisch, glaube ich, sogar schon erschienen war. Und Huch hat es gleich angekündigt fürs Frühjahr auf Deutsch. Da haben wir es auch wieder mit Umschlägen zu tun, wie eben schon beim Geheimnis von Grand Hotel. Zusätzlich haben wir aber auch große Kartendecks. Und das ganze Spiel ist so angelegt, dass es eigentlich 5 einzelne, in die 10, also man hat 2 Boxen mit jeweils 5 Fällen, insgesamt 10. Und es spielt halt alles in einer Psychiatrie und man spielt in jedem Fall eine andere Person. Und in den ersten 5 spielt man die Vorgeschichte und in den zweiten 5 Fällen spielt man die Geschichte der einzelnen Personen weiter. Und die können sich auch untereinander beeinflussen. Das heißt, was ich mit dem einen Spiel erlebe, kann Einfluss auf einen späteren Fall haben. Es wird dadurch erreicht, dass ich halt wirklich Karten austauschen muss in dem Kartendeck für später. Ja, insgesamt eine lange Geschichte, die mich jetzt auch nur mäßig überzeugt hat. Steffi, war es bei dir? Ja, also ich will ein bisschen differenzieren zwischen diesen beiden Reihen, weil es gibt ja einmal den ersten Teil, dann den zweiten Teil und ich fand tatsächlich den zweiten Teil besser und das habe ich dann auch gesehen, dass es unterschiedliche Autoren sind und mir dann gedacht habe, da war der andere wohl am Werk. interessant finde ich erstmal, dass es unterschiedlichen Perspektiven das Ganze erzählt wird. Also ich habe im Prinzip 5 Escape-Räume in einem und es geht jedes Mal darum, aus dieser Psychiatrie auszubrechen. Und einmal halt aus der Person, aus der Perspektive, dann aus der anderen. Und ich fand diese Idee, was du vorhin gesagt hast, mit der Karten austauschen, auch ganz intelligent, dass man sagt, okay, wenn du in den Raum zuerst gehst, dann musst du das eben austauschen, dass du nachher was passiert in dem so. Ja, super, da haben sie sich ja Tolles einfallen lassen. Nee, haben sie nicht. Also
Es hat nämlich einfach keine Bedeutung, außer dass in dem Text halt einmal drin steht, okay, der Brief da ist jetzt geöffnet, weil halt davor jemand drin war und beim anderen Mal halt nicht. Also das ist für mich nicht entscheidend. Der erste Teil war sehr mathematisch von den Rätseln her. Und es war halt auch nicht thematisch in dem Sinne, warum sind denn alle Türen hier mit irgendwelchen Rätseln verschlüsselt? Also das kann man halt nicht ernst nehmen dann, aber akzeptiert es halt, weil es halt ein Escape-Spiel ist, gut. Aber hast du schon mal Computerspiele gespielt? Da sind doch überall Rätsel an den Türen. Also ich bitte dich, Maniac Mansion, Zack McCracken, da kommst du durch keine Tür durch, wenn du nicht irgendein Rätsel gelöst hast. Ja, aber dass die Haustür versperrt ist, ist ja logisch. Aber nicht, dass der Schlüssel im Müllzerkleinerer liegt. Und nee, der liegt woanders. Aber gut, egal. Es ist auf jeden Fall so, dass ich den ersten jetzt, also wenn jemand das wirklich spielen möchte, dann würde ich sagen, nimmt einfach den zweiten, weil das kann man genauso spielen, ohne den ersten zu haben. Und da sind die Rätsel gerade am Anfang besser. Die Geschichte ist eigentlich gar nicht mal so unintelligent. Und zwar ist es, dass am Ende es unterschiedlich ausgehen kann, nur merkt man das nicht. Also erst, wenn man danach nochmal die anderen Alternativen angucken würde, merkt man, dass tatsächlich am Ende unterschiedliche Lösungen möglich sind. Das habe ich aber erst nachträglich festgestellt, weil ich habe einfach mein Spiel durchgespielt, habe gesagt, okay, das ist das Ende und bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es unterschiedlich sein könnte, nur weil ich anstelle von links nach rechts gegangen bin. Ja, deswegen insgesamt auch eine tolle Aufmachung übrigens. Ich finde das Material sehr, sehr schön, also wie sie die ganzen Räume gestaltet haben und sowas. Die sahen so, sehr toll aus, diese Umschläge. Also die sehen immer die Räume als Umschläge mit Türen, oder? Die sehen toll aus. Genau, und ich finde auch Umschläge haben noch so einen speziellen Reiz einfach. Weil ich will wissen, was ist da drin, was erwartet mich. Dann ist da teilweise noch ein Material drin, was man vielleicht auch behalten darf, auch für weitere Szenarien. Ich finde, Umschläge machen so ein Spiel schon ganz cool. Ja, also deswegen, wenn einer sich jetzt davon angesprochen fühlt, dann würde ich die zweite Reihe einfach nur empfehlen. Da sind die Rätsel eben auch besser. Und aber auch nur für jemanden, der eben so ja einfach mal alle Escape-Spiele, die es so gibt, gespielt haben möchte. Dafür kann man noch Geld ausgeben. Aber ja, ansonsten sind es die Problematiken, die du vorhin beschrieben hast. Übrigens habe ich über Skype gespielt während der Corona-Zeit. Ah, okay. Also ja, was problemlos geht, wenn beide das Spiel haben. Dann kann man natürlich gemeinsam rätseln an den ganzen Sachen. Also ich sehe durchaus Potenzial. Ich glaube, mit diesen Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erleben, da kann man, glaube ich, noch einiges mehr draus machen. Genau, deswegen fand ich es ja so schade, weil eigentlich die Ideen waren da, aber ganz viel ist halt wirklich, da hat man Karte nach Karte gelesen und irgendwie 7 Karten dann da aufgedeckt. Ja, genau. Vorgelesen, wo man hingeht. So. Ja, genau, den Text hat man ja nicht in 1 bekommen, sondern dann steht am Ende der Karte, ja, geh jetzt auf Karte, die Karten haben ja auch mal vierstellige Zahlen, geh jetzt auf Karte 7382, da muss man die wieder raussuchen. Und gerade am Anfang, also wenn man jetzt Teil 1 oder Teil 2 aufmacht, hat man einen sehr großen Kartenstapel, wo man dann auch wirklich länger beschäftigt ist, da eine Karte zu finden. Das wird dann im Laufe des Spiels immer einfacher oder leichter, weil einfach der Kartenstapel kleiner wird. Man legt ja die genutzten Karten dann weg. Ja, aber es war schon, also da hätte ich mir auch gewünscht, dass so die Geschichtsanteile eher gebündelt kommen und ich da nicht irgendwie 4, 5, 6 Karten aufdecken muss, nur um so einem Geschichtsstrang zu folgen. Ja. Haben wir es euch schmackhaft gemacht, oder? Nicht. Nee, wir bleiben beim Grand Hotel, ne, Arne? Das Grand Hotel. René, ich werde sowas wirklich spielen. Ja, wir machen das. Gut. Hättet ihr mir vorsagen müssen, dann hätte ich jetzt einen Weg zu euch gefunden. Och. Wir unterstützen den Verlag. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, was ebenfalls zur Spielwarenmesse dann in einer deutschen Version angekündigt wurde. Da haben wir aber erst vor kurzem hier im Podcast drüber gesprochen, deswegen würde ich das jetzt einfach mal ausklammern. Arne, du hattest, glaube ich, rausgesucht. Folge 324, 50 Clues. Genau. Genau, um Zeit zu sparen und the next one, please. Next. Ja, dann, das passt jetzt hier chronologisch auch nicht so ganz rein. Gibt es ja auch Ravensburger, die Exit Puzzle auf den Markt geschmissen haben. Ich habe davon was gemacht, ja. Oh, okay. Oh, ja.
Was am Anfang sehr verwirrend war, weil Exit, das kennen wir doch von Cosmos. Und ja, Exit-Puzzle sind auch genau das, was der Name sagt, das sind Puzzle. Ne, war. Ne. Nee, aber Exit, das Spiel plus Puzzle hat es ja geschafft, Puzzle-Motive in so ein Exit-Spiel hineinzubringen und einfach als ein Rätselelement zu verwenden. Und bei den Ravensburger Puzzlen ist es so, es gibt ein Puzzlemotiv. Das Puzzlemotiv aus den Puzzleteilen unterscheidet sich in manchen Details von der Abbildung auf dem Cover, sodass man das halt nicht vom Coverbild her lösen könnte, sondern man muss wirklich schon das Puzzle zusammenpuzzeln. Und das benötigt viel Zeit. Also wer gerne puzzelt, wird da bestimmt seinen Spaß dran haben. Wer aber rätseln möchte, der muss erstmal viel Zeit damit verbringen zu puzzeln und wird dann auch mit sehr kruden Rätseln belohnt, möchte ich es gar nicht nennen. Ich wollte gerade sagen, ja, was? Das käme Matthias wieder dazwischen und sagt, das war doch ganz einfach zu puzzeln. Der hat das in 20 Minuten fertig gehabt. Das hat er doch am Anfang gesagt, als wir die irgendwie angeschafft hatten. Und da hat er doch gesagt, ja, die schaffe ich doch in einer Stunde oder sowas. Und ich habe da mit Kerstin irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden oder sowas dran gesessen. Also die sind echt aufwendig gewesen, obwohl es, ich weiß nicht, wie viele Teile es sind, 700, 800 oder irgendwie sowas. 768 oder so, eine krumme Zahl. Aber alle eine Farbe. Aber ich muss mal sagen, ich fand die richtig doof. Also ich habe jetzt da keinen Spaß draus gezogen, jetzt da irgendwie puzzeln, ja, muss man mögen. Meine Freundin, die mag Puzzle, die findet sowas total super, die puzzelt sich da halt irgendwie ein zurecht. Aber dann noch irgendwelche Rätsel, die auch irgendwie... Ja, die Rätsel, da sind wir auch dran gescheitert. Also wir haben hier diese Sternwarte oder was auch immer das war. Genau. Schön zusammengepuzzelt. Die haben wir auch. Da hast du ja noch so einen Brief mit dabei, dann steht dann hier und da und das und das. So. Dann hast du fertig gepuzzelt. Und dann geht's ja, sollst du ja die Rätsel lösen. So, und also, dann denkst du so. Erstmal musst du sie finden. Naja, erstmal muss man beim Puzzeln, genau. Beim Puzzeln merkt man ja schon das Bild. Also meistens ist ja so, du guckst dir das Bild an und puzzelst dann irgendwie dieses Bild zusammen. Und dann merkst du beim Puzzeln irgendwie, ah, hier sind irgendwie ein paar Sachen anders. Das, ja, und du merkst halt, da sind so, ah, hier sind so wiederkehrende Symbole irgendwie. Oder da sind Kerzen, da sind Symbole drauf. So, aber dann stehst du da, hast das Ding fertig gepuzzelt und denkst, und jetzt? Ja, genau. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, okay. Hier kann man was machen. Ja, und jetzt? Und da sind wir tatsächlich dran gescheitert, weil wir nicht herausgefunden haben, was wir tun sollen. Aber das waren wir wenigstens nicht die Einzigen. Na, für uns ist Grand Hotel wahrscheinlich schwierig genug. Wahrscheinlich feiert wir das Grand Hotel voll ab. Bestes Exit-Spiel aller Zeiten. René, ich sehe da was. Ich sehe da auch was auf uns zukommen. Sehr Potenzial. Na, ich weiß jetzt auch wieder, warum das an dieser Stelle gelandet ist, weil Ravensburger auf der Spielwarenmesse angekündigt hatte, dass sie 2 neue Puzzle aus der Serie rausbringen. Und zwar hat der Verlag ja irgendwann, nachdem die ersten schon auf dem Markt waren, angefangen, noch so eine Puzzle-Kategorie und Rätsel-Kategorie draufzuschreiben. Also wie schwierig das Puzzle an sich ist und wie schwierig die Rätsel. Und jetzt auf der Spielwarenmesse haben sie dann neue Puzzle rausgebracht mit weniger Teilen, nur irgendwie 300 und. Und da war die Schwierigkeit des Rätselns eher gering, des Puzzlens eher gering, dafür des Rätselns hoch. Da habe ich dann gedacht, okay, dann gebe ich dem nach 2 vorherigen Puzzlen, die mich nicht so überzeugt hatten, dachte ich, okay, jetzt gebe ich dem Spiel nochmal eine Chance. Das Problem ist, die Rätsel sind nicht schwieriger zu lösen, sondern sie sind einfach unklarer. Also auch da hatte ich das Gefühl, ich weiß absolut nicht, was das Spiel jetzt von mir möchte. Ich erkenne die Unterschiede zwischen dem Puzzlebild und dem Coverbild. Aber ob ich da jetzt Zacken zählen soll oder Kanten oder ob ich irgendwas berechnen muss, ob ich es zählen soll, in Reihenfolge bringen soll, das bleibt einfach unklar. Und das macht mir dann keinen Spaß. Ich bin nicht so der Puzzler, habe ich zumindest da festgestellt, denn ich habe mich eigentlich drauf gefreut und dachte mir, ja, ich habe sonst nie einen Sinn im Puzzeln gesehen, aber hier ergibt es ja Sinn, weil ich habe am Ende das Bild fertig, dann kann ich Rätsel lösen, perfekt, also genau das Richtige für mich. Habe mich hingesetzt und nach 3 Stunden habe ich es eingepackt und gesagt, das werde ich heute Abend nicht mehr schaffen. Habe es einer Kollegin erzählt, die gerne puzzelt und habe gesagt, hier, puzzeln wir es zusammen, hat sie dann gemacht, hat es mir nach 2 Tagen mitgebracht.
so in der Packung so drin, dass es alles schon zusammengepuzzelt ist. Dann habe ich es daheim genommen, habe die ganzen Sachen zusammengesetzt noch, diese großen Teile, habe die Rätsel gelöst, mir nachgedacht, für die Rätsel möchte ich nicht 5 Stunden lang puzzeln. Mhm. Und habe kein weiteres mehr dann auch gespielt. Gepuzzelt, je nachdem. Also das spricht eigentlich eher die Puzzler an und nicht die Escape-Spieler, würde ich sagen. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Wer gerne puzzelt, wird da vielleicht auch dem einen oder anderen Rätsel belohnt. Wobei ich, wie gesagt, mit den Rätseln auch so meine Probleme habe, weil sie einfach so unklar bleiben, was jetzt wirklich... Aber der hat zumindest Spaß mit seinem Puzzeln dann, wenn du gerne puzzelst, also... Genau. Dann okay, weiter. Dann okay. Haken wir es ab. Dann haben wir den Frech-Verlag, der Escape the Box rausgebracht hat in 2 verschiedenen Editionen. Steff, hast du auch, also der Frech-Verlag hat ja zuvor Bücher rausgebracht, also Escape und Bücher. Hast du davon was gespielt? Ich kenne den nämlich nicht. Relativ viele. Ich habe, glaube ich, sogar 5 oder 6 von den Büchern gespielt. Okay. Und die sind eigentlich relativ nah an den Büchern. Bei den Büchern ist es so das Besondere, dass man halt da auch immer von einer Seite zur nächsten so liest. Also heißt es, liest weiter bei Seite 8 und geht weiter zu 9 und willst du dorthin gehen, liest erstmal dort weiter. Und man findet Gegenstände, die darf man dann so rausschneiden. Und man kann dann so verschiedene Aktionen dann mit diesen Gegenständen machen, indem man die kombiniert. Und dieses Kombinieren haben sie da eben auch aufgenommen. Das wirst du eben kennen, weil du hast ja auch gespielt. Die Schachtel selber wird in so Räume unterteilt. Also man ist so ein altes Herrenhaus. Es gibt 2 verschiedene Schienen. Wir haben beides Herrenhaus gespielt und habe dann so 9 verschiedene Räume. Und dann gibt es ein Kartendeck dazu und dann kann ich diese Räume eben erkunden und lege dann so Karten rein. Und dann habe ich immer so Puzzleteile in die eine Richtung und damit kann ich interagieren. Da ist dann zum Beispiel eine Hand drauf, da steht 5 drauf und dann habe ich meine Person, die hat halt vielleicht einen Wert von 2 bei der Hand, also kann ich dann bei 7 nachlesen, weil die 5 und die 2 dann 7 ergibt. Und dann gibt es halt noch, ja, nicht nur Hände, sondern auch Augen oder du kannst das angucken oder alles mögliche erhellen gibt es, glaube ich, noch. Also, und dann nach und nach findet man halt dann die so verschiedene Gegenstände und kann die eben einsetzen und ja, puzzelt sich halt so durch. Erstmal so jetzt ganz neutral beschrieben, oder? Habe ich was vergessen, Sonja? Ja. Nö. Und wie fandst du es? Ich fand es sehr einfach. Leider. Aber ich fand es von der Idee her eigentlich ganz interessant. Was ich allerdings schade fand, man hat ja, wie gesagt, dieses Heftchen, wo man dann nach einer Kombination schauen kann, was da für Text dazu steht. Und da war es schon so, ich habe jetzt 3 Orte gefunden, wo zum Beispiel eine Lupe ist. Und dann fehlt mir die ganze Zeit diese Lupe. Und dann habe ich die irgendwann. Dann weiß ich, okay, ich habe jetzt diese 3 Orte, die ich noch abklappern muss. Da haben mir auch so ein bisschen, sag ich mal, falsche Fährten gefehlt. Das war mir zu straight, dass man immer genau wusste, was jetzt eigentlich zu tun ist. Genau. Also ich sehe es ähnlich wie bei dir. Das sind gute Ideen, aber die sind mit der Umsetzung einfach zu seicht. Dann kommt noch hinzu, dass es relativ unübersichtlich ist. Also, dass ich die ganzen Räume nicht so gut sehen kann. Immer meinen Kopf so verbiegen muss und dann sagen muss, ich sehe auf meiner Mauer das. Und ich glaube nicht, dass es so diese Idee, ich habe schon gedacht, ja, was können wir für eine Überlegung machen? Ja, wir machen halt das in der Box selber, die ganzen Räume. Ja, gute Idee, aber es funktioniert ja nicht besonders gut. Es ist einfach nur unübersichtlich. Die Spielfiguren selber sind unnütz. Ja, also, total. Das hat mich auch so genervt. Die bewegt man halt durch diese Räume, aber eigentlich braucht man das überhaupt nicht. Und auch die Eigenschaften, diese persönlichen, die sich dann einfallen lassen, haben keine Bedeutung. Und dann wird das Spiel halt eigentlich, verfällt es viel in Vorlesen und wenig Rätsel. Also weil die Rätsel dann eigentlich relativ schnell sind. Und am ehesten, das war aber bei den Büchern auch schon so, kann ich es mir halt mit Kindern vorstellen. Dass die vielleicht noch ein bisschen Spaß dran haben. Mich selber hat es nicht wirklich überzeugt. Also das ist nichts, was ich jetzt eben nochmal spielen wollen würde. Es erinnert mich am ehesten an die Adventure-Games-Reihe von Cosmos. Aber die bieten halt einfach viel mehr. Das ist mir alles zu oberflächlich hier gewesen. Bin ich zu hart, Sonja, oder?
nehme jetzt, also ich sehe halt, wie gesagt, so ein bisschen Potenzial, wo ich auch denke, wenn sie jetzt noch später das, was sie parallel veröffentlicht haben, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt anschaue, weil ich befürchte, dass es halt ähnlich angelegt sein wird. Aber ich sehe halt Potenzial, falls sie später nochmal eine Box rausbringen, dass sie da vielleicht ein bisschen die Rätsel ein bisschen anspruchsvoller machen. Mhm, und kann ich dir auch sagen, das glaube ich nicht, dass es passieren wird. Denn ich habe nämlich sehr viele Bücher gespielt von denen, weil die haben mich am Anfang nicht so überzeugt. Und dann haben sie plötzlich welche rausgebracht, wo sie gesagt haben, ab 18 oder ab 16 oder sowas. Da dachte ich mir, dann probiere ich es halt nochmal. Weil da haben sie ja bestimmt dann dran gewerkelt. Und haben sie aber nicht. Also die Rätsel waren nicht so, als ob sie jetzt einen 18- oder 16-Jährigen vor sich hätten. Sondern eher thematisch passiert halt Sachen, die halt nicht so für Kinder geeignet waren. Okay. Also ich würde jetzt die andere, es gibt ja zwei, die erschienen sind, diese Escape the Box. Den anderen würde ich jetzt eben nicht spielen. Und man müsste mich schon überzeugen, eine weitere Reihe, wenn da was kommen sollte, es nochmal zu spielen. Also meine die Neugier, die du hast, würde mir nicht reichen. Das würde ich dann machen, wenn du sagst, okay, die irritiert sich jetzt. Dann würde ich es vielleicht machen. Aber ansonsten würde ich das nicht weiterspielen. Na, wie gesagt, wir haben auch noch eins der Bücher hier zu Hause. Es hat es leider noch nicht auf den Tisch geschafft, weil wir auch irgendwann gesagt haben, also in der Anfangsphase, wo so die ersten Bücher rauskamen, haben wir uns dann noch ein, zwei zugelegt, aber irgendwann kamen dann auch so viele Escape Room Spiele, dass wir irgendwann gesagt haben, das kann man gar nicht mehr alles schaffen. Und gerade in Bezug auf Bücher, also wenn ich da bei uns hier in die Buchhandlung gehe, also da erscheinen ja noch viel mehr gefühlt als von den Escape Room Spielen. Auch verschiedene Anbieter und die dann gleich diverse auf den Markt schmeißen. Aber da fand ich es halt interessant, dass so ein Verlag, der eigentlich Bücher herausbringt, jetzt auch erkennt, okay, diese Escape Room Spiele kommen gut an. Wir versuchen es jetzt auch mal an so einem Spiel wirklich mit einer Box. Ja, aber da gibt es halt einfach auf dem Markt so viel Besseres. Ja. Ähnliches Konzept. Ich glaube, das muss ich jetzt vorstellen, wie ihr das nicht gespielt habt, oder? Genau. Ja, bei mir ist es leider immer noch nicht eingetroffen. Ja. Mystery House, was ja eigentlich so ein bisschen ähnlich ist. Und die hat ja auch auf der Messe, auf der Spielwarenmesse, glaube ich, sogar einen Innovationspreis gewonnen oder irgendeinen Preis. Welcher Preis war das? Toy Award. Ein Toy Award war das, okay. Wo ich mir dann auch denke, okay, die haben das vielleicht nur bewertet aufgrund dessen, was eben sichtbar ist, aber nicht, was inhaltlich passiert. Und zwar das Besondere an dem Spiel ist, dass die Schachtel selber so verwendet wird, dass man da Karten reinsteckt, sodass man immer nur was sehen kann, immer so einzelne Räume und die Karten immer so rauszieht und dann geht man in den nächsten Raum und sieht wieder ein bisschen mehr. Und dazu gibt es eine App, in der man immer die Sachen eintippt und die es dann sagen. Ein Beispiel, ihr findet an irgendeiner Stelle, also ihr habt das Spiel aufgebaut, habt da also ganz viele Karten reingesteckt in den Spieleinsatz eben und dann sehe ich außen irgendwo, ach guck mal, bei mir sehe ich da unten einen Schlüssel liegen. Und dann sagt man eben Karte H5, nimm Schlüssel und dann sagt das Deck aus, nimmt du aus dem Kartendeck die Karte Nummer 7, das ist der Schlüssel. Und dann sage ich, okay, den setze ich jetzt ein bei, der andere sagt, bei mir habe ich eine Tür, ja. Okay, dann nimm du den Schlüssel und verwende den da, tippt man in der App wieder ein. Also bei dem A3 verwenden wir den Schlüssel. Und dann tippt man A3 in die App ein und dann wird da angegeben, so 20 verschiedene Sachen, den Schlüssel. Und dann sagt er, die Tür geht auf, ihr dürft es rausziehen. Dann sieht man eben und geht eben dann rein in den Raum. So, das ist eher das Konzept, aber es krankt leider an einigen Stellen. Also das Konzept selber mag ich, aber erstmal muss man überlegen, das muss eher in Augenhöhe sein. Also erstmal muss man was basteln, damit das überhaupt funktioniert, damit das, ich habe ganz viele Spiele auf den Tisch gestellt, ich habe ein paar Spiele daheim bei mir, also war das jetzt nicht das Problem, sodass wir alle das in Augenhöhe hatten. Dann sieht man das aber so schlecht, dass alle erstmal ihr Handy gezückt haben und dann mit den Handytaschenlampen so reingeleuchtet haben, um was dann zu sehen. Weil sobald nämlich die ersten gehen, wird es sehr, sehr düster und dann leuchtet man sich halt gegenseitig ständig in die Augen. Also wenn der andere so durchguckt, der andere guckt, dann, jetzt hast du mich in die Augen geleuchtet. Ja, okay, geht halt nicht anders. Die Rätsel selber sind wirklich schwach. Also da sind wirklich Sachen dabei. Es ist auch nicht gut übersetzt. Also es sind Sachen, wo ich mir denke, ja, ich sehe das und das. Und dann sagt der andere, steht hier in der App nicht, könnte das auch ein Chandelier sein oder irgendwie so. Und dann, keine Ahnung, könnte auch ein Chandelier sein. Probier das mal. Ist es nicht, 2 Minuten Zeitstrafe. Oder 30 Sekunden oder sowas. Weil
wird auch eben Zeit abgezogen. Und am Ende war es tatsächlich so, ich habe beide Fälle dann gespielt. Den ersten fand ich schon nicht gut. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich halt den zweiten noch auf die Vorbereitung von der Sendung und habe die anderen auch gleich vorbereitet, die Leute. Ich habe gesagt, Leute, denkt nicht zu viel über die Rätsel nach. Denn im ersten Fall waren die wirklich nicht gut. Psst, wenn ihr wieder schnell einen Hinweis. René, ich höre da. Ich, meine Ohren gehen schon wieder auf. Nee. Also, nein, auf das Niveau ist es nicht. Also, das habe ich auch gut noch, guten Gewissens noch weitergeben können. Aber das ist halt so schade, weil das hat wirklich viel Potenzial, was einfach so verschenkt wurde. Wo ich mir denke, da hätte man mit mehr, ja, mit mehr Playtesting, mehr mit bessere Rätsel, Überraschungen mehr rausholen können. Es hätte vielleicht auch nicht das gelöst mit dem Problem mit den Handylampen, das irgendwo so reingeht, aber das hätte ich irgendwie noch akzeptiert. Man dreht das dann auch immer so schön in den Raum und jeder sieht eben was anderes dann und sagt was. Aber da waren so viele Rätsel dabei, wo wir einfach gesagt haben, es könnte das sein, es könnte das sein. Es wäre beides logisch. Und probiert man das erste aus, kriegt eine Zeitstrafe, probiert das andere aus, war das Richtige. Und denke ich mir, also, nee. Wir hatten mal auf der BerlinCon bei Cranio Creations den Demo-Fall spielen können, bevor der habe ich auch auf gespielt, Englisch rausgekommen ist. Da haben wir zwar auch schon so ein paar Problemchen gemerkt, aber den fanden wir eigentlich noch ganz cool. Ja, ich auch. Der war auch kurz. Und genau, der war auch kurz. Aber da hat mich halt schon gestört, dass es damals hieß, man darf auch quasi seitlich an den Karten vorbeigucken und wenn man da schon was sieht, das verwenden. Wo ich mir denke, so von der Aufmachung her, wenn da eine verschlossene Tür ist, dann kann ich nicht dahinter gucken. Ja. Und da wurde mir dann irgendwo. Ja, aber ich hatte auf der Spielwarenmesse extra mal nachgefahren und die hieß, das ist erlaubt. Alles, was man sehen kann, das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Also im zweiten Fall, den wir gespielt haben, da sind so Fenster in den Karten und man sieht halt so, dass man die Fenster halt auspöppeln kann. Und dann habe ich gesagt, ja, dürfen wir das jetzt? Dürfen wir die Fenster einfach auspöppeln oder ist es was anderes gedacht? Ich habe in den Regeln das nichts gefunden dazu. Oder soll ich das jetzt machen oder nicht? Also dann habe ich gesagt, eigentlich nicht, weil die Fenster sind ja verschlossen. Also so, dürfen wir nicht einfach reingucken. Und ich weiß bis heute noch nicht, ob man die einfach aufpöppeln sollte oder nicht. Ich habe es dann irgendwann gemacht, weil ich gemerkt habe, wir kommen nicht weiter. Guck mal rein, ob wir irgendwas sehen oder so. Das ist halt so diffus. Das gibt dir keinen roten Faden oder irgendwie so. Das. Ahne, wir hatten damals auch schon bemerkt, dass man halt schlecht reingucken kann, dass da irgendwie ein bisschen Licht fehlt. Und dann hatte Cranio Creations ja zu essen auch so kleine Taschenlämpchen, wo ich eigentlich dachte, das wird dann bestimmt ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht spielen können. Ich halte Mystery House zumindest noch zugute, dass ich mir vorstellen könnte, dass noch Fälle kommen, die mir gefallen könnten. Das halte ich jetzt Ihnen einfach zugute, aber das, was Sie da abgeliefert haben, ist nicht empfehlenswert. Schade. Würde mich jetzt sehr wundern, Sonja, wenn du sagst, du hast gespielt und wirst danach sagen, dass es dir gefällt. Würde mich wundern. Ja, aber selber ausprobieren möchte ich dann doch trotzdem. Ja, kann ich verstehen, aber es ist auch anders gelagert wie beim Grand Hotel, wo ich wirklich sagen würde, es ist Zeitverschwendung, aber das möchten René und Arne ja unbedingt. Mystery House kann jemand spielen, der gerne sich quält, so würde ich es auch sagen. Oh. Ja, dann haben wir noch eins auf der Liste, bei dem ich gar nicht weiß, ob das noch jemand anderes gespielt hat. Ich habe das irgendwann mal bei Amazon einfach so entdeckt, dass es da irgendwie ein Escape Room Spiel gibt. Es nennt sich X-Scape. Und das ist einfach eine größere Schachtel. Ich würde behaupten, es ist ähnlich angelegt wie Exit. Tauchte bei mir jetzt auch gerade auf, als ich das Grand Hotel in meinen Warenkorb gelegt habe. Das ist kein Scherz. Ja. Und zwar hat man auch so einen Kartenstapel. Man hat größere Raumkarten und auch Rätselkarten. Und wenn man dann glaubt, eine Lösung zu haben, dann schaut man auf eine Rätsel, schaut man im Kartendeck, bekommt da eine Nummer, muss dann sagen, wo habe ich das Rätsel gefunden, hat also wieder diesen Prüfmechanismus, ob man jetzt auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Das ist mit sehr viel Liebe zum Detail erstellt worden.
Ich fand es leider auch relativ einfach zu lösen. Und auch die Rätselideen waren jetzt nicht gerade die originellsten. Steffi, hat es dir gefallen? Wir haben halt schon viel gesehen, ja. Wir haben halt viel gesehen schon. Das ist eher das Problem, glaube ich. Ich würde sagen, das ist solider, guter Durchschnitt. Ja. Und das ist halt für Komplettierer. Also die halt das auch spielen wollen, können das spielen, aber man verpasst nichts, wenn man das nicht gespielt hat. Uiuiuiui. Nö, was denn? Also das ist ja nicht schlecht. Also das ein solide ist ein solide. Ja, klingt mittlerweile schon ein bisschen. Aber jetzt haben wir jetzt ja gerade gegen Ende, denke ich, haben wir jetzt viele Spiele oder viele Spiele und Verlage gehabt, die jetzt sich da wohl in das Genre reinbewegen und was Neues ausprobieren. Aber an die alten Hasen, in Anführungszeichen, kommen die neuen noch nicht heran, oder? Genau. Ja. Also da sei jetzt Exit von Cosmos, die Noris-Box, aber auch die Unlock-Sachen, die sind immer noch mit großem Abstand oben. Oder ist der Abstand gar nicht so groß? Doch, der ist groß für mich. Das, die ich empfehlen würde. Danach würde Deckscape kommen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. So, wenn ihr jetzt, ihr habt jetzt komischerweise durch einen Unfall alles vergessen, was in jedem Fall ist. Ihr wisst aber so ungefähr, um was es in den Reihen, wie die Reihen funktionieren, weil jede Reihe oder jeder Verlag hat ja doch nochmal so einen eigenen Ansatz an seine Exit-Spiele. Wozu würdet ihr als erstes greifen? Exit. Also immer noch. Das, was wir in der letzten Sendung auch schon sagten, Exit ist immer noch da. Das oben. Kommt drauf an. Also du hast es nur nach meiner Meinung gefragt. Und oder ich bin ist halt das, der am meisten auf Rätsel steht. Oder ist das tagesformabhängig? Nee, ich bin halt der auf die Rätsel mehr steht. Es gibt aber andere, die sagen, ihnen ist die Story wichtiger. Die kommen vielleicht auf Unlock. Oder, also, aber bei mir ist halt, ich möchte halt richtig coole Rätsel, wo ich danach dran stehe und mir denke, wow, okay, krass, das kann man ja so auch machen. Ja, logisch, ah, super. Das ist halt das Markenzeichen von Exit und das gefällt mir halt einfach persönlich am besten. Das ist bei mir ganz manche, genauso. Die suchen gerne. Ist bei dir auch so, okay. Also manche, ich kenne auch Leute, die suchen gerne. Die haben gesagt, sie finden total schade, dass bei Unlock man nicht mehr suchen kann. Wimmelbilder oder irgendwie sowas, ne? So in die Richtung. Genau. Guck ich ein bisschen komisch und denke ich mir, okay, sowas muss es ja auch geben. Ich habe noch eine Frage. Wenn jetzt eine neue, wie würde eure Verlag, keine Ahnung, XY, Fantasy Flight Games bringt jetzt, startet jetzt eine neue Reihe. Was müsste die für euch haben? Coole Rätsel, was sagt wahrscheinlich Steff gleich. Oder pompöses. Also bräuchte irgendein Element, mit dem sie sich von den bestehenden Serien ein bisschen löst. Also wie könnte man euch überraschen? Eine gute App-Einbindung oder ich kann ja ein Beispiel nennen. Noch mehr WTF-Momente, die jetzt nicht mehr im Schachtelboden drin sind, sondern in dem Papier eingewebt sind und man muss die Schachtel molekular auseinanderbauen, keine Ahnung. Der Gori, mit dem wir zusammen den letzten Podcast aufgenommen hatten zu den Escape-Spielen, der hat selber ein Escape-Spiel gemacht gehabt. Und zwar hatte dazu eine App programmiert gehabt, wo man die Lösungen eintippt. Und das Besondere war, dass man das selber daheim machen konnte. Also er hat im Prinzip eine Anleitung geschrieben. Und rein theoretisch könnte man sozusagen das so nehmen und jemanden in die Hand drücken und sagen, okay, hier hast du deinen Escape-Raum für daheim. Du musst das und das und das machen. Und du kannst zwar selber nicht mitspielen, aber du kannst halt dann, bist der Spielleiter im Prinzip, wie auch im ersten Escape-Raum World einer der Spielleiter wäre, und dann kommt man das spielen. Das gibt es so eben noch nicht, außer dieses Kinder, was wir gesehen haben. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo halt auch wieder Sachen möglich wären, die man sonst nicht machen könnte. Und dann wirklich kluge Sachen dabei, die er da hatte. Und dachte, ach, witzig, das kann man ja auch machen, darauf kann man ja auch, und die Gegenstände kann man auch verwenden dann. Und also ich will nichts verraten, auch wenn es komisch ist, weil es ja eigentlich nicht wirklich ein Spoiler ist, weil es gibt es ja nicht. Aber wenn jetzt Fantasy Flight Games sowas sagen würde, mach deinen eigenen Escape-Raum daraus mit diesen Materialien, fände ich jetzt toll. Wäre wieder eine neue Idee.
da jetzt noch eine Erweiterung. Wäre es für euch spannend, dass wenn jetzt mit mehr Technologien gearbeitet würde? Also ich habe als Beispiel immer diesen wahrscheinlich total verschenkten Tipp-Toy-Stift, den ich mir immer bei irgendwie bei allen Unlock oder sonstigen Spielen immer super als Vorlesestift denken kann. Würdet ihr euch mehr Technik da rein wünschen oder lieber sagen, okay, wir bleiben lieber bei Pappe und Karten und sowas? Also ich bin technikaffin. Ich würde mich freuen über alles Mögliche, was und vor allem, wenn es halt neue Gedanken anregen könnte, also wirklich neue Ideen auch hätte dann für Rätsel. Ich habe ja vorhin bei Insert Coin auch schon gesagt, mit den Augmented Reality oder so. Ich meine, da ist, glaube ich, noch einiges möglich, was da ginge. Und was da jemand sich einfallen lässt, ich werde für alles Mögliche offen, ja. Ja, dass da mit dem Tiptoy nichts gekommen ist, das wundert mich auch. Eigentlich ist das echt eine coole Technologie, die ja auch erprobt ist, ne? Stimmt. Ich finde, die liegt so brach im Kinderbereich. Und nee, ich glaube, ja, der Stift ist, ich glaube nicht, dass die brach liegt, die Technologie. Nein, die wird genutzt, aber es wird nicht, also es gibt nicht den Versuch, oder weiß ich nicht, ob es den nicht gibt, oder zumindest nicht erkennbar für mich, den in das Erwachsenen-Genre mit reinzuziehen. Gut, so einen orangenen Stift, irgendwie kann man die Diskussion, also der macht jetzt nicht wirklich was her. Du kannst dir auch andere Hüllen kaufen. Aber ich weiß ja, es gibt ja auch eine Community, gerade, weißt du, wie gesagt, dieser Tipps-Toy-Stift, dass du den selber auch programmieren kannst, ne? Dass du da selber Sachen machen kannst. Du kannst ja auch, die Tipps-Toy-Bücher oder die Spiele geben ja auch die Möglichkeit schon vor, du kannst da verschiedene, weiß ich nicht, Tippe hier drauf und dann da drauf und dann da drauf und dann hast du irgendwas, was der dir freischaltet. Da ist ja was möglich, aber irgendwie wird es nicht genutzt. Nee, es gab ja auch Spiele in dem Bereich. Also der Millionenkuh war ja ein Versuch, in diese Familienspielrichtung zu gehen. Ich fand es so ein bisschen anstrengend, aber Ja, ich weiß es halt nicht. Also da denke ich, da wäre Potenzial, da könnte man was machen draus. Und wahrscheinlich liegt in irgendwie 75% der Haushalte sowieso schon so ein Stift rum. Ja, das kommt doch hinzu. Mindestens einer. Ja. Und zwei kaputte. Nee, kaputt gegangen ist mit uns tatsächlich noch keiner. Oder? Doch, ich glaube, einen haben wir mal ausgetauscht. Doch, da war die Spitze kaputt, ja. Gut, aber ich glaube, dann sind wir jetzt, was haben wir jetzt, 2 Stunden haben wir jetzt durch? Ja, 2 Stunden haben wir durch. Kaum ist der Steff da, müssen wir hier. Ja, aber da können wir auch nichts dafür, dass die Verlage so viele Escape Room Spiele rausbringen. Genau. Und wahrscheinlich haben wir noch welche vergessen. Bestimmt. Aber was macht eigentlich Frosted Games in dem Sektor? Zu wenig. Aber wir sehen jetzt keinen Abbruch momentan. Ne? Es gibt keine nach dem Motto, oh, jetzt der Trend ist vorbei, Escape Rooms oder Escape Room Spiele lohnen sich nicht mehr. Da läuft noch einiges. Ja, du kannst sie ja auch immer wieder neu verkaufen. Ne? Es ist ja jetzt ja nicht so, du verkaufst irgendwie Spieler XY. Ich gucke jetzt gerade auf My City, das wäre jetzt ein schlechtes Beispiel. Verkaufst einen Carcassonne und dann spielt er das halt 20 Mal und dann ist er halt ein Jahr mit beschäftigt, sondern dann verkaufst du ihm halt ein Spiel und dann will er halt nächste Woche oder nächsten Monat irgendwie in seiner Klickenrunde irgendwie wieder was spielen, dann holt er nicht das Carcassonne raus oder muss dann halt ein neues Spiel ran. Aber die Leute sind bereit, das zu bezahlen anscheinend, ne? Das ist richtig. Ja, aber ich auch nur, also ich habe da ein Erlebnis gehabt im Spielwarenladen. Da war eine Mutter mit ihrem Sohn, der war vielleicht so um die 13 Jahre alt. Und der hatte so ein Exit in der Hand und sie war sehr interessiert dran. Und seine Mutter hat ihm gesagt, er darf sich ein Spiel aussuchen. Und nachdem er dann das Exit gewählt hatte, hat sie ihn dann versucht zu bereden, ja, aber guck mal hier, dieses Kniffel, das kann man immer wieder verwenden und dieses Exit-Spiel müssen wir nach einmal spielen wegschmeißen. Und dann bist du dazwischen gegangen, Super Sonja kam und hat das Exit gerettet. Nee, hätte ich getan, aber der Junge hat es dann geschafft, sich selber durchzusetzen, dass er das Exit kaufen durfte. Ja, aber ich denke, dass viele einfach so denken, jetzt gerade bei Exit, so das kann man nur einmal spielen, das kann man nicht weitergeben. Und da gibt es ja auch viele Diskussionen, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht.
Stört euch das? Ich störe mich daran weniger, weil ich einfach sehe, was für Rätsel dadurch möglich werden. Die halt nicht möglich wären, gäbe es die Option nicht, alles zerstören zu dürfen. Also beim Exit, beim normalen, stört es mich überhaupt nicht, weil danach ist wirklich alles zerstört. Also wenn ich das einmal durch bin, da ist bei mir jede Seite zerrissen und der komplette Packung ist irgendwie nicht mehr so, wie es vorher ausgesehen hat. Bei den Puzzlen stört es mich tatsächlich sehr. Weil ich habe die jetzt und ich würde sagen, da ist 95% eigentlich nicht zerstört. Und was soll ich jetzt damit aber machen? Also soll ich das jetzt mit den ganzen Puzzlen, die da drin sind, wegschmeißen? Und das ist ja jetzt nicht so eine kleine Packung oder sowas, sondern ist was Großes. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest dieses, es sind ja vielleicht, sind es ein oder zwei Rätsel, die da wirklich, da, wo was kaputt geht, dass man die hätte sich runterladen können und irgendwie noch jemanden da eine Freude mitmachen kann. Ach. Wenn man so ein King's Dilemma in eine Mülltonne geschmissen hat, ist alle Dämme vorbei, alle Dämme gebrochen. Und das damit vergleichst, hast du. Ich finde immer diese, weiß ich nicht, Umweltdiskussion auch immer ein bisschen schwierig, denn wie viel Werbung wird denn irgendwie durch die Gegend in den Mülleimer geschmissen, ungesehen? Also ich war am Wochenende wieder bei uns. Aber hier ist es halt schade. Also bei Werbung sehe ich ja noch irgendeinen, dass da jemand was bewirken will oder so. Ich gehe bei uns am Samstag an die Bushaltestelle und da liegt halt irgendwie die Bushaltestelle voller Werbezeitschriftzeitungen, die da irgendwie auf Abholung warten, die dann wahrscheinlich einmal gedruckt wurden und so zusammengebündelt wieder in der Recyclinganlage hoffentlich landen. Finde ich nicht gut vergleichbar. Also da ist irgendwie schlecht eine Alternative zu haben. Wohingegen hier man sehr, sehr leicht das eigentlich in Anführungszeichen retten könnte. Also mir tut es halt einfach weh, sowas dann irgendwie wegzuschmeißen, wo eigentlich noch so viel Spiel drin steckt. Wo ich denke, ich könnte jemand anders eine Freude machen. Und das geht halt jetzt nicht an der Stelle. Finde ich da schade. Wie gesagt, nicht beim normalen Exit, sondern bei den Exit-Puzzlen, von denen rede ich gerade. Ja. So, jetzt haben wir die Stimmung nochmal runtergezogen. Ja, genau eben. Nein, es ist ein spannender Markt und wie gesagt, es tauchen ja dann doch noch irgendwie wieder Überraschungen auf. Also ihr freut euch ja jetzt ja auf dieses komische Puppenhaus und denn diese, wo der Spielplan... Star Wars Unlock hat auch wieder hohe Wellen geschlagen und es wird, glaube ich, noch hart aufgesogen von den Hardcore-Cracks. Ich habe da über den Markt irgendwie komplett den Überblick verloren. Also ich würde das auch... Deswegen haben wir jetzt ja alles mit dir nochmal besprochen, damit du jetzt genau wieder weißt. Ich habe die Unlocks jetzt schon hier auf meinem Schreibtisch gelegt. Da werde ich Montag mal einen Fall von antesten. Und du berichtest über deine Erfahrungen mit dem Grand Hotel. Bin ich sehr gespannt drauf. Nee, das ist ja erstmal zu René fahren. Das müssen wir machen. Ja, ich glaube, wenn er es gespielt hat, gibt das dir. Nein, wir machen das jetzt zusammen. So. Wir streamen live auf Twitch. Versprich keine Dinge, die du nicht halten kannst. Ich habe da so einen YouTube-Kanal. Ja, nehmen wir YouTube. Da kann man auch YouTube streamen. Selber Verein. Nee, nicht ganz. Twitch ist Amazon. Ah, stimmt. Twitch war ja Amazon. Mhm. Genau. Gut. Ich glaube. Ja, dann haben wir schon ein Thema für nächste Woche. Nö. Gut. Wie immer. Dann hören wir nächste Woche. Genau. Vielleicht wieder. Vielleicht. Ganz bestimmt. Oder wir machen Sommerpause. Noch ein liebes Dankeschön an den Stefan. Ja, ich sag danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht genau. Mit euch. Dass du wieder bei uns warst. Und jetzt machen wir noch Building a List, Top 10 Escape-Spiele. Ich wäre dabei. Ich glaube, Sonja und ich würden uns schon einig werden. Ja, das denke ich auch. Wir geben das mal an den Nico weiter und vielleicht könnte er die Sonja mit dazu nehmen. Das wäre doch mal ein spannendes Projekt. Genau. Genau. Bis dahin, ja. Wer den Stefan noch mehr hören will, ne, also bei den Brettagogen bist du jetzt ja. Ach, wahrscheinlich auch schon seit 3 Jahren oder 2 Jahren. Genau, ich glaube 3 Jahre, ja, sind es inzwischen. Und wir verabschieden uns ja immer, das mache ich jetzt auch gleich noch mit Gutbrett. Ja, ich kann dir auch gleich, ich habe so einen Knopf, dass ich die dritte Tonspur auf... jetzt habe ich das schon gesagt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gutbrett. Tschüss.